Zahlen. Ja, das geht. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Heinrich-Böll-Stiftung, mein Name ist Ellen Überschier, ich bin Vorstand der Stiftung. Uns erwartet ein spannender Abend. Wahlen zur Knesset. In Israel sind keine Wahlen wie alle anderen. Es geht immer um Krieg und Frieden als zentrale Achse israelischer Politik. Und dennoch, die historischen, religiösen, geopolitischen Unterströmungen, Verzweigungen im politischen Raum sind so verästelt, dass es vielen Beobachterinnen und Beobachtern nicht leicht fällt, zu klaren Einschätzungen zu kommen. Und bei diesem Wahlkampf und in diesen Wahlen ist es vielleicht auch noch mal besonders so. Deswegen bieten wir heute eine Wahlkampf-Nachlese an, weil wir ja gucken werden, ob wir um 21 Uhr überhaupt Aussagen bekommen werden. Das werden wir sehen. Aber es gibt dennoch viel zu besprechen. Am Ende vielleicht haben wir Hochrechnungen in grobe Richtung, was die großen Parteien und Wahlbündnisse angeht. Aber sicher vor allen Dingen auch deswegen kein feststehendes Ergebnis, weil 42 Listen angetreten sind. Sie wissen, dass es eine 3,25%-Hürde für die Wahlen und den Einzug in die Knesset gibt und wie viele der angetretenen Parteien und Listen diese 3,25% tatsächlich überschreiten werden, wird heute Abend noch nicht klar sein. Der amtierende Premierminister Benjamin Netanyahu hat in seiner vierten Amtsperiode eine Reihe von Koalitionskrisen überstanden und im Dezember letzten Jahres, als die Koalition aufgelöst wurde, schien es so, als sei das Ergebnis der Wahlen vorhersehbar. Aber es gibt, wie eigentlich immer, Überraschungen. Drei Entwicklungen haben die Lage verändert. Die Ankündigung der Klage durch den Generalstaatsanwalt wegen Korruption und Bestechlichkeit. Zweiter Punkt, das Aufwachsen einer echten politischen Konkurrenz mit dem Zusammenschluss eines Parteibündnisses unter der Führung des früheren Generalstabschefs Benny Gantz. Und der dritte Punkt ist, nach den Vorfällen der letzten Wochen und Monate ist die Angst vor einem neuen Gaza-Krieg gestiegen. Und auch hier fällt die Strategie, die Suche nach einer Friedenslösung mit den Palästinensern vollkommen einzustellen, Netanyahu auf die Füße. Das sind drei Entwicklungen und Elemente, die wir diskutieren wollen. Auch innenpolitisch ist die Unzufriedenheit mit Netanyahu groß. Zugleich brummt die israelische Wirtschaft. Das wäre ja für deutsche Politik ein ganz wichtiger Wahlkampfschlager. Die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten sind bestens. Was bedeutet das alles zusammengenommen? Es gibt diese Überraschungen, die gegen die Netanyahus Wahlsieg in Frage gestellt haben und hoffentlich stellen. Wir werden das diskutieren. Es gibt viele andere Aspekte, die für die Bevölkerung, für die israelische Bevölkerung wichtig sind. Was das alles bedeutet, wie der Wahlkampf geführt wurde, welche Elektorate angesprochen wurden, wie der Zustand der israelischen Demokratie ist, nicht zuletzt auch im Blick auf Genderfragen, wie die Wirtschafts- und Sozialpolitik aussieht, welchen Einfluss die israelischen Araber und Araberinnen auf die israelische Politik haben, was außen- und sicherheitspolitisch resümiert und erwartet werden kann, alles das wollen wir heute am Wahlabend mit unseren Expertinnen und Experten diskutieren, die ich jetzt schon sehr herzlich begrüße, aber erst nachher näher vorstellen werde. Ich freue mich, dass Ruth Kine da ist als Expertin für Israel, dass Peter Lintel von der SWP da ist und Steffen Hagemann, unser neuer, ja, kann man noch sagen, Büroleiter in Israel. Herzlich willkommen euch, aber ihr seid noch nicht dran. Ich will erst mal vorstellen, wie der Abend heute gedacht ist. Wir werden beginnen mit mit einer Live-Schalte nach Israel, werden mit unserer
Partnerin vom Itach Maki, einer unserer wichtigen Partnerorganisationen, Maisam Yayuli, sprechen. Und das wird einführen Ofer Waldmann. Und das, die Vorstellung von Ofer Waldmann verbinde ich mit einem ganz herzlichen Dank an den NEF, den National Israel Fund, für die Kooperation in dieser Veranstaltung. Das war eine gemeinsame Idee. Ofer Waldmann ist israelischer Journalist. Er lebt in Berlin. Ist Vorstandsvorsitzender von NEF in Deutschland und gleichzeitig ist er auch Doktorand für deutsche Geschichte und Literatur in einem gemeinsamen Studiengang der Hebräischen Universität in Jerusalem und der Freien Universität. Aber das ist nicht alles. Also Doktorand, Stiftungsvorsitzender und Musiker. Er hat im West Eastern Divan Orchester mitgespielt, für das RSO in Berlin, die Deutsche Oper und viele andere wichtige Orchester. Ja, das wird der erste Teil sein. In einem zweiten Teil werden wir mit unseren Expertinnen und Experten ein bisschen in die Wahlkampfanalyse und den Blick auf die Region und Israel einsteigen. Und in einem letzten Teil schalten wir, dann ist es 21.15 Uhr etwa. Sie sind dann zwischendurch auch nochmal dran mit Ihren Fragen und Kommentaren. Und dann haben wir hoffen, dass das funktioniert technisch, Dalia Scheindlin, eine der besten Analystinnen und Kommentatoren, mit denen wir auch mit unserem Büro in Israel sehr eng kooperieren. Dalia Scheindlin ist unterwegs im Auto von Tel Aviv nach Jerusalem nachher und wird uns einen ganz kurzen sozusagen Flashlight geben, wie ist die Stimmung nach der Wahl, wie sind die ersten Einschätzungen, Kommentare. Das wird für uns eine erste Reaktion sein aus dem Land und ich denke, dass wir danach noch mal ganz kurz kommentieren vom Podium aus und Sie sind nach all diesen unterschiedlichen Punkten, die wir hier vom Podium aus bieten, eingeladen, in unserer unteren Etage noch ein bisschen zu bleiben und gemeinsam auszuwerten. Und dann wird ja wahrscheinlich noch das eine oder andere Ergebnis oder der Kommentar kommen. Und dann gibt es nochmal die Gelegenheit, auch tatsächlich miteinander ins Gespräch zu kommen. Ja, also ein dichter Abend liegt vor uns. Lieber Ofer Waldmann, du hast jetzt das Wort. Und zusammen mit Maisam Yayuli, wirst du sie nochmal vorstellen? Gut, super. Dann spare ich mir das hier und übergebe dir gleich das Wort. Vielen Dank für die Kooperation. Vielen Dank, liebe Ellen. Ich wollte sagen, es wäre schön, beim Israel National Fund zu arbeiten. Ich bin beim New Israel Fund. Israel National Fund hat Israel aufgebaut. Sie haben wunderbare Arbeit geleistet. Jetzt sind wir dran und arbeiten die israelische Zivilgesellschaft auf. Ich glaube, sie zahlen auch besser. Liebe Freundinnen und Freunde, es ist immer wieder schön, gemeinsam über das Land zu reden, das uns allen doch so sehr am Herzen liegt. Es ist auch immer wieder schön, das mit der Heinrich-Böll-Stiftung zu machen, unser Partner sowohl in Israel als auch in Deutschland. Ehrlich gesagt, ursprünglich wollte ich Ihnen jetzt sagen, dass ich es nicht geschafft habe, einen kohärenten Gedanken zu fassen. Ich habe heute Morgen gewählt im Norden Israels und bin gerade mit dem Flieger hierher gekommen. Dass ich es nicht geschafft habe, einen kohärenten Gedanken zu den Wahlen in Israel zu formulieren. Worum geht es? Geht es nicht um eine Reise nach Jerusalem? Alte Ideen mit neuen Gesichtern, diese Blau-Weiß-Partei. Geht es überhaupt um die großen Parteien? Geht es nicht vielleicht um die kleinen Parteien und tatsächlich um die 3,25% Hürde? Wer schafft das nicht? Und die palästinensischen Israelinnen und Israelis, ob sie wählen gehen oder nicht, die Nachrichten, die uns erreichen, sind nicht sehr gut. Aber eigentlich habe ich heute Morgen begriffen, worum es geht. Ich bin mit meiner großen Tochter Ori, die ist ungefähr 8 Jahre alt, zum Wahllokal gegangen und vorbei natürlich an Ständen von Likud, von Labour Party, von Meretz. Und sie hat so einen kleinen Aufkleber bekommen von Meretz, so ein grünes Ding. So, ja, und Kinder lieben Aufkleber. Dass es auch von Meretz ist, ist natürlich schön. Und hat es auf sich geklebt. Und der Mann von Likud, von der Union, also von Netanyahus Partei, hat gesagt,
So jung und schon links, wie tief kann man denn fallen? Einem 8-jährigen Mädchen, das mich angeschaut hat und nicht so ganz verstanden hat, wo sind wir denn? Aha, in der einzigen Demokratie im Nahen Osten. So, also, trotzdem werde ich jetzt weitermachen. Kein kohärenter Gedanke zu den Wahlen möglich. Ich werde es versuchen, aber mit 4 Anmerkungen. Anmerkung Nummer 1. Eine sehr kluge politische Analystin von Channel 12 inzwischen, Dana Weiss, hat gesagt, die grundsätzliche Diskussion zwischen rechts und links in Israel geht um die Frage, arbeitet die Zeit für oder gegen uns? Und ich würde diese Frage erweitern und fragen, wer ist mit uns gemeint? Ist mit uns, sind Menschen, die einen jüdisch-demokratischen Staat Israel leben, einem demokratischen Palästina haben wollen? Oder ist mit uns Menschen, werden Menschen gemeint, die eine One-State-Solution haben wollen, sei es als Verwirklichung messianischer Fantasien, sei es als One-State-Solution eines demokratischer Staat? Für die Verfechter der Zwei-Staaten-Lösung arbeitet die Zeit gegen uns, eindeutig. Die Vertiefung der Besatzung, der Ausbau der Siedlung, der Erosion der israelischen Demokratie. Für die Verfechter der One-State-Solution arbeitet die Zeit für uns. Egal, in welche Richtung das geht. Ich denke immer daran an den Menschen, der von der 100. Etage springt und er wird dann bei der 50. Etage gefragt, und wie geht's? Und er sagt, so weit, so gut. Das ist ungefähr die Verfechter der One-State-Solution in Israel gerade. Anmerkung Nummer 2. To Bibi or not to Bibi, this is the question. Nein, ist es nicht. Denn hinter Bibi stehen Menschen wie Gideon Saar und Naftali Bennett und Ayelet Shaked, die noch ideologischer und noch extremistischer sind. Die sind auch weniger korrupt, das heißt, die werden vom Amt nicht so schnell gejagt werden, auch wenn sie politisch weniger geschickt sind. Netanyahu hat aber in seinem Überlebenskampf, der keineswegs politisch ist, sondern juristisch, all seine Werte und Prinzipien über Bord geworfen. Er hat Kräfte im letzten Wahlkampf freigesetzt, die die israelische Demokratie und Gesellschaft zerreißen. Und das sind Kräfte, die so schnell nicht wieder unter Kontrolle zu kriegen sind. Und alle, die hier sitzen und Israel wirklich sehr lieben, auch wenn sie anderer Meinung sind als der NEF oder als ich persönlich. Ich glaube auch, die Menschen hier in Deutschland, und ich kann verstehen, wieso Menschen hier in Deutschland sehr zurückhaltend sind, was Kritik an Israel angeht, sehen, dass wir demnächst mit einem israelischen Parlament zu tun haben, wo Menschen sitzen, die rassischer Ideologie folgen, für die universelle Menschenrechte eine fremde Einwirkung sind, die es zu bekämpfen gelte. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, im demokratischen Lager in Israel muss man endlich sich von rassistischen Vorstellungen verabschieden und wahrhaftige Koalitionen mit den sogenannten arabischen Parteien angehen. Die müssen wiederum auch sagen, wir sind Bürger und Bürgerinnen Israels und müssen ernsthaft über Koalitionen in Israel denken und sprechen, auch wenn dies bedeutet, man verleiht dem israelischen System eine gewisse Legitimität. Anmerkung Nummer 3, jüdisch oder demokratisch? Man hat endlich verstanden, dass die Besatzung mit demokratischen Strukturen nicht vereinbar ist. Dass der Zustand, wo 3,5 Millionen Menschen unter Besatzung leben, ohne das Recht wählen zu dürfen oder gewählt werden zu dürfen, das heißt, ohne die Gesetze zu bestimmen, unter denen sie leben, mit demokratischen Strukturen nicht vereinbart sind. Und man muss sich entscheiden. Leider kann man sich tatsächlich in beide Richtungen entscheiden, wie wir heute sehen. Die Wahl ist aber nicht zwischen jüdisch oder demokratisch, sondern zwischen einem jüdisch-demokratischen Staat und einem jüdisch-nationalistischen Staat. Es ist die Wahl zwischen einer Scheindemokratie, wo der Zugang zu den staatlichen Strukturen ethnisch kodiert ist, zum obersten Gericht, zum Parlament, zum Bildungssystem. Und wenn Sie an das Nationalstaatgesetz denken, was letzten Sommer verabschiedet wurde, das Nationalstaatgesetz wurde nicht wegen des jetzigen Zustands verabschiedet, sondern es wurde mit Blick, und Sie haben Netanyahu vielleicht in den letzten Tagen gehört, er will das Westjordanland annektieren, er wurde mit Blick auf diese Annektierung des Westjordanlands verabschiedet, sodass wenn Israel keine jüdische oder eine sehr dünne jüdische Mehrheit hat, trotzdem wird der jüdische Charakter, der nationalistische jüdische Charakter des Staates aufrechterhalten. Und nicht umsonst gibt es in diesem Gesetz weder das Wort Demokratie noch das Wort Gleichheit. Anmerkung Nummer 4, Identity Politics. Die leidige Beschäftigung mit Identity Politics in Israel muss aufhören. Es heißt doch in Israel, du bist marokkanischer Jude, du wählst Bibi. Du bist ultraorthodoxer Jude, du wählst Bibi. Du bist Nachkomme russischer Migranten, du wählst Bibi. Du bist Ashkenazi aus dem Mittelstand, du wählst Mitte-Links. Du bist Kibbutznik, du wählst Mitte-Links. Du bist Araber, es ist egal, wie du wählst.
Und so ist es in Israel seit Jahren und seit Jahrzehnten. Und wenn man die israelische Demografie anschaut, wenn wir weiter so machen, dann können wir aus dem Friedenslager unsere Koffer packen. Denn wir müssen diesen gordischen Knoten der Identity Politics in Israel endlich brechen. Und der einzige Ort, wo dies möglich ist, der einzige Ort ist der Ort, wo über Menschenrechte geredet wird, wo über soziale Gerechtigkeit geredet wird, wo über Frauenrechte geredet wird, ein Thema, was sowohl für ultraorthodoxe Frauen als auch für palästinensische Bürgerinnen in Israel sehr relevant ist. Dieser Ort ist die israelische Zivilgesellschaft. Und wir sollten heute, aber eigentlich sollten wir gestern und immer wieder diesen Ort, die israelische Zivilgesellschaft, weil Demokratie nun mal von unten anfängt, stärken. Und das macht die Heinrich-Böll-Stiftung in Israel. Das macht der NEF, der die größte NGO in Israel ist. Wir unterstützen alle, ich wette mal, alle NGOs, die Sie hier kennen, aus Israel, werden von uns, vom NEF unterstützt, mit unserer Arbeit weltweit. Weil das ist die einzige Chance, das Friedenslager, das demokratische Lager in Israel wieder zu stärken, sodass wir die Nachrichten von morgen bei den nächsten Wahlen hoffentlich überwinden können. Vielen Dank. So, ist jetzt Meissam online? Meissam, masa al-khir. Hello. Hello, Meissam. Hi. Sehr schön, dass du hier bist. Guten Abend. Ich werde dich kurz vorstellen auf Deutsch. Die palästinensische Israeli Meissam Jaljuli hat ein BA in Kriminologie und Soziologie und ein MA in pädagogischer Führung. Sie waren eine Reihe von öffentlichen Kampagnen in Israel beteiligt, ob für Frauen- und Arbeiterrechte, gegen die Besatzung und für eine durch Gleichberechtigung gezeichnete Gesellschaft. Als Mitglied der arabisch-jüdischen sozialistischen Hadash-Partei sitzt sie im Vorstand mehrerer öffentlicher Institutionen. Sie sitzt unter anderem im Vorstand von Itach Maki, Juristinnen für soziale Gerechtigkeit, von Sikui, der Vereinigung zur Förderung ziviler Gleichheit, und Standing Together. Alle drei sind NEF-Organisationen übrigens. Itach Maki wird auch von der Böll-Stiftung und von der Deutschen Botschaft gefördert. Meissam, you're standing at the forefront. Meissam, du stehst an vorderster Front von so vielen Herausforderungen. Gibt es ein gemeinsames Ziel all der Organisation? Ja, wir haben ein großes gemeinsames Ziel, Gerechtigkeit in der israelischen Gesellschaft, Gleichheit. Das versuchen wir zu erreichen in all den Organisationen, die du aufgeführt hast. Welche Herausforderungen hatte die Zivilgesellschaft während der Wahlkampagnen? Es ist eine sehr schwierige Wahl. Der Hass ist sehr groß. Es wird viel gesprochen davon, dass die Zivilgesellschaft die arabischen Wähler mit zur Wahl bringen sollen. Das sind die schwierigsten Wahlen aufgrund von Netanyahu, Likud und die rechten Parteien schauen auf uns und wie wir die Araber unterstützen. Du hast über die palästinensische Gesellschaft in Israel gesprochen. Bei allen Wahlen wurde darüber gesprochen, bleiben die arabischen Wähler zu Hause oder nicht? Und wenn wir uns die Zahlen jetzt anschauen, so sieht das aus, als ob die Teilnahme der arabischen Israelis sehr gering war. Ich sehe das als einen schwarzen Tag. 20% der israelischen Bevölkerung, die Palästinenser, haben kein Vertrauen in die israelische Demokratie. Und aus diesem Grunde sehen wir die sehr geringe Wahlbeteiligung. Die Menschen gehen nicht zur Wahl.
Im Moment ist die Wahlbeteiligung 40%. Das ist sehr, sehr negativ für die Demokratie. Unsere Parteien, die die palästinensische Gesellschaft vertreten in Israel, werden nicht in die Knesset einziehen. Das ist sehr, sehr schlecht für die Demokratie in Israel. Eine letzte Frage, Meisam. Im letzten Sommer kam das Nationalstaatsgesetz und es gab diese Demonstration in Tel Aviv. Und man hatte das Gefühl einer neuen jüdisch-arabischen Partnerschaft. Ist das noch möglich? Ich glaube, dass die Ergebnisse dieser Wahlen diese palästinensisch-israelische Zusammenarbeit begründen werden. Das ist unsere einzige Chance. Das Positive, wenn man das sagen kann, an dieser Wahl ist der Wille der jüdischen linken Parteien und der Araber, in Zukunft wieder zusammengehen. Das ist unsere Chance, die wir ergreifen müssen. Und ich glaube, wir können das erreichen, die Juden und die Araber gemeinsam. Inshallah. Das ist ein Weckruf. Wir müssen unsere jüdischen und arabischen Aktivisten aufrufen, zusammenzuarbeiten. Vielen Dank für diese hoffnungsvollen Worte an dem schwierigen Tag. Und wir schicken dir all unsere besten Wünsche und Stärke. Tschüss. Ellen. Danke, Ofa. Wir haben mit Meister Jajuli einen ersten Einblick bekommen in die Stimmung. Allerdings ist es, glaube ich, wichtig, dass wir noch mal auf das gesamte Feld schauen der Parteien. Bevor wir das aber machen, stelle ich unsere Gäste noch mal vor. Neben mir sitzt Ruth Kine. Sie ist Autorin und Journalistin, schreibt und denkt für öffentlich-rechtliche Hörfunksender, Zeitschriften. Von 2008 bis 2013 hat sie mit ihrer Familie in Tel Aviv gelebt und als freie Korrespondentin des Netzwerks Weltreporter.net gearbeitet, für deutschsprachige Medien aus Israel und den palästinensischen Gebieten berichtet. Sie beobachtet weiterhin die Geschehnisse vor Ort, reist regelmäßig hin und berichtet. Und sie ist Historikerin, Politologin, Philosophin, hat in Augsburg und Berlin studiert. Und ursprünglich kommt sie aus Belgien und hat insofern auch zum Thema Kolonialismus und den Kongo eine fachliche Expertise. Wir freuen uns, dass Peter Lintel da ist. Jetzt muss ich es richtig hinkriegen, nicht so Zukunftsansagen machen wie mit National und New Israeli Fund. Also das Projekt der SWP, das er leitet, heißt Israel in einem konfliktreichen, regionalen und globalen Umfeld, innere Entwicklungen, Sicherheitspolitik und Außenbeziehungen. Das ist der Titel des Projektes und wer das Feld beobachtet, kennt seine präzisen Analysen sehr gut. Bis 2016 arbeitete er am Lehrschiff Politik und Gesellschaft des Nahen Ostens an der Uni in Erlangen und studierte unter anderem in Haifa und Tel Aviv, forscht zu Israel, zu politischer Orthodoxie und dem Verhältnis von Staat und Religion.
Und ich freue mich, dass wir Steffen Hagemann, unseren Büroleiter, übrigens sind alle unsere Büroleiterinnen und Büroleiter gerade hier in Berlin. Zweimal im Jahr holen wir alle hier zusammen und machen strategische Beratung. Und deswegen trifft sich das sehr gut mit dieser Veranstaltung heute. Seit Dezember 2018 ist Steffen Hagemann in Tel Aviv. Davor war er Assistenzprofessor für Politikwissenschaften an der Technischen Uni in Kaiserslautern. Er hat aber promoviert in Berlin an der FU über Peace and Conflict Studies, ist spezialisiert auf internationale Beziehungen und hat zu deutsch-israelischen Beziehungen, zu Emotionen in der Politik und zu US-Außenpolitik im Nahen Osten geforscht und gearbeitet. Wir freuen uns, dass du heute hier als Experte mit auf dem Podium sitzt. Jetzt nochmal dieses nicht wirklich erträgliche Bild. Darüber wollen wir jetzt nicht reden, sondern wir wollen nochmal auf das, wir wollen jetzt nochmal schauen auf das gesamte Feld. Wie stellt sich die Bewerberlage der 42 verschiedenen Listen eigentlich dar? Peter Lintel, wir haben auch noch eine kleine Grafik dabei, die vielleicht freundlicherweise die Technik einblenden könnte. Und wenn du nochmal beschreiben würdest, wie ist das sortiert, welche Parteien haben eine Chance und wie ist das jetzt vom Spektrum her zu bewerten, Peter? Erstmal schönen guten Abend und vielen Dank, dass ich auch hier sein kann. Wie Sie sehen, es ist kompliziert. Ich will gar nicht auf die einzelnen Parteien eingehen. Ich will kurz was sagen zu den Parteien oder zu den Blöcken und dann auch ein bisschen noch anschließen an das, was Offer bereits erwähnt hat, nämlich die Dynamiken, die wir derzeit in Israel erleben. Grundsätzlich müssen Sie sagen, Sie haben einen rechtsextremen und ultraorthodoxen Block und einen anderen Block. Mehrheitlich palästinensische Parteien, links Zentrum. Das sind die Blöcke, die derzeit in Israel um die Macht konkurrieren. Im Moment sehen wir einen reinen Rechtsblock an der Macht, mit der Mitte-Rechtspartei Kulana noch mit drin. Die Frage ist, wie es jetzt weitergehen wird und was in den letzten Wochen geschehen ist. Man kann sagen, es gibt auf der Mitte-Links-Seite mit Benny Gantz einen neuen Herausforderer, der gute Chancen haben wird. Sie sehen es in den Umfragen seit März, 29 bis 38 Sitze. Benny Gantz großes Thema ist, wie er es genannt hat, Memshala Mamlachtit gegen Memshala Malchutit. Also eine Regierung, die geführt werden soll nach Prinzipien des Gemeinwohls, des Rechtsstaats. Eine Regierung, die für alle da sein soll, gegen einen Memshala Malchutit, wie er sagt, Netanyahu will das haben, die ja wie eine Regierung wie ein Königreich führt, der eigene Partikularinteressen über Rechtsstaatlichkeit und so weiter setzt. Das ist das große Thema der Linken. Ansonsten steht die Linke eigentlich oder die Mitte-Links-Bewegung für das Aufhalten der Erosion demokratischer Prinzipien. Viel mehr Eigeninitiative findet sich da leider nicht. Die große Dynamik findet sich in der Rechten. Das sage ich noch kurz. Und das sehen Sie insbesondere in den drei ganz rechten Parteien, die Neue Rechte, Seyud und die Vereinigung der rechten Parteien. Diese drei Parteien haben ihre Stimmen verdoppelt. Vorher gab es nur eine Partei. Es gibt drei neue rechtsradikale, rechtsextreme, je nachdem, wie sie wollen, Parteien. Diese Parteien sind alle für eine Annexion des Westjordanlands, genauso wie der Likud unterdessen. Und diese Parteien stehen auch dafür, dass die israelische Demokratie transformiert wird. Prinzipien und liberale Demokratie sollen mehr oder weniger abgewickelt werden, im Sinne, dass es Gewaltenteilung, Checks and Balances gibt, dass es individuelle Rechte gibt, dass es Minderheitenrechte gibt. Und stattdessen streben diese Parteien ein Demokratieverständnis an, in dem das Parlament mehr oder weniger uneingeschränkt per Mehrheit bestimmen kann. Und das ist wirklich die große Dynamik, dieses Erstarken der Rechten, sowohl parteipolitisch
als auch die Verschiebung des Thematischen. Das ist die große Dynamik und auch die große Gefahr, wie sie Offa schon angedeutet hat, im derzeitigen Wahlkampf. Und diesem Spektrum, das sich in der Weise verschiebt, wie du es beschrieben hast, sieht sich die Zivilgesellschaft gegenüber. Wir haben das eben noch mal relativ stark gehört von Maysam aus der Sicht von Itach Maki und vielen, die zivilgesellschaftlich unterwegs sind. Steffen Lechbeck, kannst du noch mal eine Reflexion darüber machen, wie wirkt sich das eigentlich aus? Was bedeutet das im Einzelnen, was Maysam geschildert hat aus ihrer Perspektive, sozusagen in Kombination mit dieser Rechtsentwicklung und den Aussichten, die da jetzt auf uns zukommen? Ja, also die Stimmung, die Maysam hier vermittelt hat, das ist eine, die ganz verbreitet ist, auch bei unseren Partnern, eine Stimmung zwischen Resignation und Verzweiflung. Also auf der einen Seite werden diese Wahlen schon als wirklich zentrale Wahlen angesehen, weil es um die Zukunft der israelischen Demokratie tatsächlich geht. Und dafür übrigens, das wird nur von Kachol Lavan nur sehr schwach auch eigentlich offensiv vertreten. Ja, sondern man lehnt eigentlich Netanyahu ab, die Korruption ab, aber dass wirklich eine aktive Verteidigung liberaler Demokratie von Kachol Lavan tatsächlich auch in den Vordergrund gestellt wird, das sehen wir sehr, sehr wenig. Wichtig ist tatsächlich zu sehen, was wir hier für eine Veränderung haben, nämlich dass das, was eigentlich lange galt, dass auch der Likud die Spielregeln der liberalen Demokratie teilt, dass er den Wert der Rechtsstaatlichkeit teilt, dass dies inzwischen in Frage gestellt wird und dass der Likud und die anderen rechten, rechtsextremen Parteien sagen, liberale Demokratie, das ist die Ideologie der Linken. Und das ist eine tatsächliche Verschiebung im Diskurs, die wir sehen, die sehr, sehr gefährlich ist. Gleichzeitig haben wir einen Diskurs der Delegitimierung auch der Linken, die identifiziert wird mit dem gescheiterten Friedensprozess, die identifiziert mit liberalen Werten, die identifiziert wird mit universellen Werten auch. Und insbesondere Organisationen, die Menschenrechtsarbeit machen und die gegen die Besatzung engagiert sind, die sehen sich durchaus auch Druck ausgesetzt und einer öffentlichen Kampagne ausgesetzt. Ofer hatte das auch gesagt, Linke hat sich zum Schimpfwort entwickelt, zur Beschimpfung entwickelt. In Jediot war ein Cartoon, da haben zwei Kinder auf dem Spielplatz geschritten und sich furchtbare Schimpfwörter an den Kopf geworfen. Und dann sagte das eine Kind zum anderen, du Linker. Und dann fing das andere Kind an zu weinen und das war der Punkt, als die Mutter dann eingegriffen hat. Und das zeigt sozusagen, wo die israelische Linke auch steht. Und viele fürchten, dass Meretz heute vielleicht nicht ins Parlament einziehen könnte als einzige Partei, die wirklich gesagt hat, wir sind die Linke, wir bezeichnen uns als Linke, wir stehen dazu und verteidigen hier Demokratie und wir verteidigen auch die Notwendigkeit einer Zwei-Staaten-Regelung. Das ist das eine. Und das andere, Itach Maki ist ja auch ein Partner, Sikui ist auch ein Partner von uns, ist, dass wir eine Kampagne auch gegen die palästinensische Bevölkerung in Israel haben und vor allem gegen ihre politische Teilhabe. Und wir sehen einen etwas ambivalenten Prozess. Auf der einen Seite hat diese Regierung unter Netanyahu ein sozioökonomisches Programm aufgelegt, 922, wo also durchaus enorme Summen auch investiert werden in palästinensische Kommunen. Das ist unter anderem auch ökonomisch begründet, weil auch die palästinensische Bevölkerung in den Arbeitsmarkt integriert werden soll. Gleichzeitig ist dann aber das Nationalstaatsgesetz verabschiedet worden. Und Netanyahu hat das im Wahlkampf ja auch nochmal deutlich gemacht. Dieses Gesetz sagt, Israel ist der Nationalstaat des jüdischen Volkes und des jüdischen Volkes alleine. Und das ist als ja eine Art symbolischer Knüppel auch wahrgenommen worden von der palästinensischen Bevölkerung. Und wir haben eigentlich
bei vielen den Wunsch, auch stärker zu partizipieren, stärker teilzuhaben. Wir sehen durchaus einen Aufstieg. Wir haben ja die Einführung der 3,25%-Hürde gehabt, gerade auch um palästinensische, arabische Parteien aus der Knesset rauszuhalten. Im Gegenteil, sie haben sich dann vereinigt zur gemeinsamen Liste und haben eine sehr starke Repräsentation gehabt. Also das sind Schritte eigentlich hin zur Integration. Wir sehen ja auch Hadash Ta'al, hier links die Partei, die durchaus bereit ist, auch politische Verantwortung zu übernehmen. Aber diese Versuche auch sind völlig delegitimiert worden von Netanyahu und um nicht als Linker und als Verräter gebrandmarkt zu werden, hat Benny Gantz dann ja auch eine Koalition oder eine Zusammenarbeit ausgeschlossen. Und solange es, Maysam hatte das auch gesagt, keine Zusammenarbeit auch Zentrum links mit diesen Parteien gibt, wird es sehr schwer sein, eine Mehrheit zu gewinnen. Und das ist sicherlich eines der Projekte, das auch von der Zivilgesellschaft vorbereitet werden muss. Und da gibt es durchaus Zusammenarbeit. Und wenn wir uns auf Ebene der Kommunen das angucken, dann sehen wir, dass da durchaus auch andere Wahlergebnisse gibt, dass dort eine gemeinsame Mobilisierung auch gelingen kann. Aber das sind die Herausforderungen für die Zukunft. Okay, ich würde ganz gerne mal auf die Fragen kommen, wir nochmal zurück, aber nochmal bei den Wahlen, bei den Elektoraten bleiben. Ruth, wer mobilisiert eigentlich welche Wählerschichten? Wie wer reüssiert mit welchen Argumentationen? Ofer hatte von diesem Identity Politics gesprochen, dass es so bestimmte Gruppierungen, wo klar ist, du bist marokkanischer stämmig, du willst Likud und also diese Zuschreibungen, ist es so und was auf welchen Hintergrund sind dann auch die Wahlkampfstrategien entsprechend aufgebaut? Also ich bin gar nicht so sicher, dass diese These von den strikten Identity Politics so stichhaltig ist. Ich habe in diesen Tagen eine Diskussion gehört auf Galei Zahal im Armee-Rundfunk, die ganz interessant war. Da wurden so typisch im israelischen Radio, das so dynamisch und schnell ist, wurden Leute angerufen, in deren Familien es eben verschiedene politische Lager gibt. Und der Vater ist Likudnik und die Tochter ist Meretz. Und dann haben die sich on air miteinander gestritten. Und da gab es mehrere sehr interessante und schöne Gespräche. Ich bin gar nicht so sicher, dass sich das sozusagen so fortpflanzt. Ich hatte bei den letzten Wahlen 2015 den Eindruck, dass sehr stark mit diesen Identity Politics operiert wurde. Ich möchte aber noch mal einen Schritt zurückgehen und ich stimme eigentlich allem und aller Skepsis und aller Sorge auch zu und mir kommen auch die Tränen, wenn ich höre, dass die arabischen Israelis die Wahlen boykottieren und vielleicht auch begründet boykottieren. Es ist wirklich erschütternd, zumal es ein enormes Potenzial gibt unter den israelischen Arabern. Es gibt eigentlich einen Prozess der kulturellen Israelisierung. Es gibt viele arabisch-israelische Start-ups, die erfolgreich sind. Es gibt eine neue Generation von israelischen Arabern, die eigentlich überhaupt keine Lust mehr haben, wirklich Lust mehr haben, das zu perpetuieren in ihre Generation und an ihre Kinder so weiterzugeben, wie sie aufgewachsen sind. Und ich möchte noch mal kurz darauf hinweisen, dass die Tatsache, dass ja so viele Parteien angetreten sind, eigentlich ein Zeichen der Lebendigkeit der israelischen Demokratie sind. Du hast ein Fragezeichen gesetzt bei dem Punkt Israel die einzige Demokratie im Nahen Osten. Das würde ich gerne in ein Rufezeichen verwandeln und würde sagen, ja, Israel ist die einzige Demokratie im Nahen Osten. Und es gibt auch viel, was jetzt sozusagen auf dem Spiel steht. Aber es ist einfach auch sehr viel da, sehr viel Potenzial, sehr viel. Ich habe jetzt gehört, einen neuen Ausdruck, den ich so noch nicht kannte, der so, den man sich jetzt so zurief zum Wahltag, Chag Bchirot Sameach. Also der Wahltag ist sozusagen zu einem Feiertag geworden. Er ist ein freier Tag. Es ist ein richtiger Festtag. Das ist in gewisser Weise auch ein Potenzial, mit dem man arbeiten kann oder zumindest ein Desiderat,
was man so formulieren kann. Deswegen, ich möchte, auch wenn der heutige Abend wird uns keine Klarheit bringen, mit großer Sicherheit, glaube ich das, und vielleicht auch wenig Anlass bieten zur Freude in den nächsten Tagen. Aber ich würde auch einfach nur so als Horizont schon mal aufzeigen wollen, dass diese Wahlen nicht das Ende der israelischen Demokratie sein werden, hoffentlich. Gut, aber die Frage nochmal, wo sind die Wählerinnen und Wähler, die sich mobilisieren lassen durch, also wir haben jetzt Fokus gehabt auf der Frage, wählen Palästinenser oder Palästinenser, es wird dieser Boykott der Wahlen einfach aus dieser wirklichen Resignation, Verzweiflung, völlige Abwesenheit von Zuversicht, Demokratie mitzugestalten. Gleichzeitig wissen wir, dass es unter den Palästinensern auch den Gedanken gibt, ja, wir würden auch Politik mitgestalten und wir hätten dafür auch die Rückendeckung. Also das Feld haben wir, aber wie gleichzeitig sehen wir eine enorme Polarisierung, ja, und worin begründet die sich, mit welchen Strategien haben eigentlich Parteien wirklich auch ihre Elektorate mobilisiert in diesem Wahlkampf? Vielleicht, dass wir nochmal ein bisschen gucken auf die Themen, auf die Strategien. Will noch mal, du hast einiges gesagt, aber vielleicht kann man das noch mal ein bisschen zuspitzen. Eigentlich würde ich lieber in einem Satz noch mal darauf antworten. Ne? Ja, auch gut. Demokratie. Ich sage nicht, dass Israels Demokratie abgewickelt wird im Sinne von, dass es keine Demokratie mehr ist, aber sie verändert sich und sie verändert sich in einem Rahmen, wie wir es auch international so sehen. Orban nennt das illiberale Demokratie. Und das ist die Richtung, in die es geht. Das heißt, Minderheitenschutz, also das Kollektiv steht über dem Individuum. Die Mehrheit zählt. Und das ist die Thesen, oder das sind, wenn man in die Parteiprogramme der rechten Parteien guckt, dann steht das da drin. Und mehr wollte ich auch gar nicht damit sagen. Und wovor haben die, warum spricht es Leute an? Also warum gibt es diese, was beschrieben wurde, diese Diffamierung der Linken? Warum reüssiert die? Ja? Was sind die Gründe? Erstens, weil die Rechten in der Mehrheit sind. Also von daher, die Rechte hat politisch eine Mehrheit, also muss sie sich nicht um die Minderheitenrechte kümmern. Das ist ein Faktum. Zweitens, ganz viel, was Steffen auch gesagt hat, wird links, liberal, oder Friedenslager, ist diskreditiert worden seit 2001, seit der zweiten Intifada. Seitdem kann man zusehen, wie zunächst erst das Friedenslager in Israel diskreditiert wird, weil es auch keine realistische Chance mehr im Volk gesehen wird. Aber das, und das ist die große Leistung von Netanyahu und anderem aus dem rechten Lager, das ist verbunden worden auch mit innenpolitischen liberalen Punkten. Die Verbindung wurde geschaffen, ihr seid also Sicherheit und jüdische Identität. Das sind zwei zentrale Aspekte des derzeitigen Wahlkampfes. Und wer links wählt, wer linksliberal wählt, der gefährdet auch die jüdische Identität, also nicht nur wie beim letzten Wahlkampf, wenn man Meretz oder die Arbeiterpartei wählt, dann kommt der Islamische Staat mit Pickup-Trucks nach Jerusalem gefahren, wie es im letzten Wahlkampf war, sondern in diesem Wahlkampf geht es auch ganz zentral darum, wir wollen einen jüdischen, und zwar einen ethnisch-jüdischen Staat haben. Und das ist die Polarisierungslinie, die gefahren wird. Plus, vielleicht noch ein letzter Satz dazu, bevor ich an Steffen übergebe. Der Wahlkampf wird auch gefahren mit einer großen, eine der großen Themen ist ja so eine Art Verschwörungstheorie, dass es einen tiefen Staat gäbe. Also dass die ganze Geschichte mit Netanyahus Anklage und so weiter, dass linke Eliten, die seit 1977 kaum mehr an der Macht waren, immer noch die Presse kontrollieren, immer noch den Justizapparat kontrollieren, aber auf demokratischen Wege Netanyahu nicht mehr ablösen können. Deswegen probieren sie es eben über den Wege der Anklagen, über die Presse und so weiter. Und das ist die andere große polarisierende Linie. Also die Linken gefährden die jüdische Identität plus versuchen auf undemokratischen Wege Netanyahu abzuwählen.
Ja, das würde ich auch so teilen. Und obwohl Netanyahu seit 10 Jahren an der Macht ist, seit 1977 eigentlich fast durchgehend die Rechte, verfängt dieser Diskurs dennoch. Und das hat auch etwas mit Identitätspolitik zu tun, dass eben auch die Avoda beispielsweise oder Meretz eben als linke aschkenasische Mittelschichtsparteien auch gesehen werden. Die Avoda hat ganz massiv dann auch sozusagen die Pfeiler ihrer Macht verloren, ja, mit den Kibbutzim, mit der Histadrut, also auch da ganz massiv geschwächt worden. Wenn Sie jetzt gesehen haben, Avi Gabay ist vor der Kibbutz-Bewegung aufgetreten. Das war ein halbleerer Saal. Ja, das spielt als Machtzentrum keine Rolle mehr. Und die Linke schafft es auch tatsächlich nicht, ein alternatives Angebot zu machen. Ja, also die erste, also es ist eine Ideologie und eine Identitätskrise auch seit der zweiten Intifada, auf die noch keine Antwort gefunden worden ist. Und der erste Versuch von Gabay, nachdem er den Parteivorsitz übernommen hat, war ja auch nach rechts zu gehen. Und das ist eine Strategie, die funktioniert nicht und die hat auch in Israel nicht funktioniert. Also es gibt tatsächlich auch wenig Angebot. Original. Genau. Wenig Angebot. Und das betrifft ganz viele Fragen. Das betrifft neben der Frage für eine Regelung des israelisch-palästinensischen Konflikts, aber auch die soziale Frage, soziale und ökonomische Fragen. Auch da gibt es kein wirkliches alternatives Angebot. Und auch da haben wir im Wahlkampf eigentlich wenig Diskussionen gehabt, obwohl es da auch aus der Lebenswirklichkeit der Menschen ganz viel zu diskutieren gäbe. Also wir haben einen verheerenden Bericht über den Zustand des öffentlichen Personennahverkehrs. Ja, wir haben einen Transportminister, der seit 10 Jahren an der Macht ist und der es nicht geschafft hat, ein vernünftiges Infrastrukturnetz aufzubauen, der zu sehr auf die Straßen gesetzt hat. Und wer jeden Morgen nach Tel Aviv hineinfährt, der steht stundenlang im Stau. Aber in Jerusalem gibt es die Straßenbahn. Ja, in Tel Aviv vielleicht auch in einigen Jahren. Aber das ist nur ein Beispiel dafür. Auch dieses Bild von Israel als einer Startup-Nation entspricht ja nicht völlig der Realität. Es sind ja 8% der israelischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind im Hightech-Sektor beschäftigt. Und auch wenn ich das einflechten darf, die Realität dieser glitzernden Startup-Welt ist eine sehr harte und gnadenlose. Also es müssen eben unbedingt beide Eltern arbeiten, wenn sie Kinder haben und einen halbwegs über die Runden kommen wollen und es mit dem Überziehen des Kontos nicht übertreiben wollen. Und die soziale Frage hat ja im letzten Wahlkampf 2015 eine große Rolle gespielt. Und da hätte ich auch wirklich drauf gewettet, dass das zum ersten Mal eigentlich in der israelischen Geschichte das Sicherheitsthema schlägt. Und dann hat es eben am Ende nicht gereicht. Und diesmal kam es nicht mal als Thema wirklich hoch. Also es hatte kein Gewicht. Und ich möchte noch mal ganz kurz, dass wir vielleicht genauer gucken auf diese neuen Heilsbringer Kachol Lavan, dieses blau-weiße Lager, das sich da gebildet hat. Es ist auch ein, wenn man die Wahlplakate gesehen hat, also ein Traumbild einer machistischen Idealwelt, ja. Also es ist der Machismo und der Militarismus, der sich da sozusagen selbst in Szene setzt. Was sollen weibliche Wählerinnen damit eigentlich für ein Angebot verbinden, genau? Also auch unter Gender-Gesichtspunkten ist dieses Angebot etwas kümmerlich geblieben. Also, ja, das ist eher ein wichtiger Punkt. Ne? Ja. Auf der Kachol-Liste sind unter den ersten 20 6 Frauen, bei Netanyahu auf der Likud-Liste 3. Was bedeutet das für feministische Politik? Wir arbeiten mit Itach Maki, anderen zusammen, die sehr gerungen haben um die Implementierung von Gender-Budgeting, von gleichberechtigter Teilhabe von Frauen und Männern an Politik. Ja, also ich meine, es gibt schon einige Erfolge. Gender Budgeting ist jetzt beschlossen worden und wird in den Ministerien durchgeführt. Aber tatsächlich in einem Wahlkampf, wo das Sicherheitsthema auch zentral war, wo Generäle antreten,
da treten alle diese Themen in den Hintergrund und da haben es auch Frauen als Kandidatinnen schwer. Ja, und wir sehen das zum Beispiel bei Tzipi Livni, die ja aus dem Wahlkampf ausgetreten ist, die nicht angetreten ist, nachdem das Bündnis mit Avoda auseinandergefallen ist und sie eigentlich ja auch öffentlich hingerichtet worden ist. Es war ein ganz furchtbares Schauspiel vor Kameras. Aber auch hier, Tzipi Livni hat es nie geschafft, tatsächlich auch das Vertrauen zu gewinnen. Und das hängt auch mit der Sicherheitsfrage zusammen und das hängt auch mit der Militarisierung der Gesellschaft zusammen, dass es doch ein Vertrauen in Männer in Sicherheitsfragen vor allem gibt. Und wir sehen das in Fragen der Repräsentation, wo Israel eigentlich einige Fortschritte gemacht hat, wir jetzt einen Rückschritt bei diesen Wahlen auch sehen. Kann ich nur zustimmen? Ja, ich überlege nochmal, bleiben wir, wir könnten jetzt ein bisschen in dieses außen- und sicherheitspolitische Thema gehen, aber ich würde gerne nochmal zurückfragen und bei der wirtschafts- und sozialpolitischen Seite bleiben, weil es ist ja schon relativ erstaunlich, dass wir vor einigen Jahren eine sehr große und im Verhältnis zu anderen Ländern eine große Anzahl von Leuten auch wirklich auf der Straße hatten, weil die Wohnpreise, wir hatten hier Samstag eine Mietendemo in Berlin, also weil die Preise fürs Wohnen enorm sind, die Lebenshaltungskosten hoch sind, weil das natürlich diesen Druck aus den Innenstädten raus in die Siedlungen zu ziehen, verstärkt für Familien, denen ja zum Teil auch einfach aus sozialen oder ökonomischen Gründen nicht viel anderes übrig bleibt. Wie kann das, wie gehen Leute damit um? Wie kann das, also die eine Frage ist, wie kann es sein, dass das sozusagen so in den Hintergrund gedrängt wird, was ja in liberalen Demokratien wirklich entscheidende, auch wahlentscheidende Fragen sind? Wie groß ist die soziale Ungleichheit und wie viel Gerechtigkeit ist mit den vorhandenen Mitteln auch zu schaffen. Wie leben Leute damit und wie ist diese Gewichtung zwischen diesen großen sozialen Fragen, die ja nach wie vor da sind, die sich eigentlich auch verschärfen und der Dominanz des Sicherheitsdiskurses? Wie gehen im Alltag Menschen damit um? Also ich glaube, dass zum einen die Zufriedenheit der Israelis aus vielen anderen Gründen, die gar nicht unbedingt mit ökonomischen Aspekten zusammenhängen, die allgemeine Lebensqualität relativ hoch ist. Und dass es da irgendwie eine ganz merkwürdige und schwer nachvollziehbare Diskrepanz gibt zwischen diesem Alltagskampf und dem Kampf ums Überleben, logistisch und ökonomisch irgendwie die Familie immer in etwa auf dem Gleis zu halten, dass es da aber auch starke familiäre Strukturen gibt, die unterstützen viel, viel mehr, als man sich das hier überhaupt vorstellen kann, ist, wenn es kleine Kinder gibt, selbstverständlich die Großelterngeneration voll mit an Bord und hilft, wann immer das möglich ist und gleicht da auch sehr viel aus. Und zugleich denke ich, dass es im öffentlichen Diskurs einen sehr starken Stretch gibt die ganze Zeit auf diese Angstreflexe. Also warum sonst, anders kann ich es mir nicht erklären, ist dieses Sicherheitsthema sozusagen immer am Ende doch das bei allem differenzierten, leidenschaftlichen politischen Streit, der im öffentlichen Raum ausgetragen wird, wie man sich das hier gar nicht vorstellen kann, doch letztlich den Ausschlag gibt in der Wahlkabine, zu fragen, es ist eben nicht selbstverständlich, dass dieser Staat existiert. Und es wird sozusagen einerseits auch von bestimmten politischen Kräften auch immer wieder diese Gefahr unterstrichen, aber sie ist auch real. Vielleicht gleich dazu. Bei aller Kritik, die wir heute Abend üben, muss man sich natürlich immer vor Augen halten, dass Israel ein Staat ist, der weiterhin im Konflikt mit vielen Nachbarstaaten lebt und bedroht wird. Ich will nicht wissen, wie die Wählerstimmung oder die Wählerlage in Deutschland wäre, wenn Deutschland in einer ähnlichen Situation ist. Das muss man sich immer, wenn man von hier nach da schaut, auch vor Augen halten. Das andere ist, das kann ich nur unterstützen.
Was man noch dazu sagen kann, über die generelle Gefahrenlage hinaus, dass diese Gefahrenlage natürlich von Netanyahu meisterhaft bespielt wird. Also das war bei der letzten Wahl gesehen, als er kurz vor Wahlende, am letzten Wahltag noch gesagt hat, die Araber wählen in Scharen, werden mit Bussen von den Linken zu den Wahlurnen gekarrt. Das spielt mit den Ängsten der Leute. Und das, da ist Netanyahu einfach ein Meister drin. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, direkt auf die parteipolitische Auswirkung bezogen. Die zwei ärmsten Schichten in Israel, das sind die arabischen Israelis, palästinensischen Israelis und die ultraorthodoxen. Das hat unterschiedliche Auswirkungen bei den beiden. Bei den Palästinensern hat es unter anderem, nicht nur, aber hat das als Auswirkung, dass sie weniger wählen. Also generell eine Disenchantment, wie sagt man, eine Zauberung, eine Distanzierung vom Staat. Das hat unter anderem mit wirtschaftlichen Sachen zu tun. Bei den Ultraorthodoxen ist es anders. Die wählen weiterhin. Es gibt immer mehr Ultraorthodoxe, die nicht ultraorthodoxe Parteien wählen, aber den Ultraorthodoxen, da gibt es diverse Umfragen zu, macht ihre Armut auch am wenigsten aus, weil sie nicht mit den Begleiterscheinungen wie Kriminalität und so weiter eine Armut zu leben haben, weil sie in ihren segregierten Vierteln besser damit klarkommen. Also das übersetzt sich unterschiedlich einfach in Abstimmungen. Und wir haben natürlich eine sehr starke Fokussierung auf die bei den Wahlen gehabt als Referendum über die Person Netanyahu. Und darunter leiden dann auch kleinere Parteien wie Gesher oder Kulanu, die vor allem die soziale Frage auch adressiert haben. Wenn wir nochmal, Peter, das jetzt auf Netanyahu gucken und seine außenpolitische Positionierung, man muss ja schon sagen, er ist einer der besten außenpolitischen Strategen. Also seine Bilanz, ob man das jetzt, wie man das bewertet, ist eine Frage. Aber seine Bilanz ist ja im Moment, sein Track Record ist, was Iran angeht, was Syrien angeht, gut. Es gibt die wenigsten Toten durch Anschläge in Israel. Das Verhältnis zu den Vereinigten Staaten ist wunderbar. Also zu Putin, wie man hört, auch. Er hat die Beziehung zu den sunnitischen Staaten stabilisiert. Was ist daran kritisch zu bewerten? Vielleicht kann man differenzieren zwischen seiner Außen- und seiner Sicherheitspolitik. Ist nicht vollkommen zu trennen, aber kann man vielleicht in gewissen Punkten differenzieren. Natürlich sind die Beziehungen, die Israel zu den Staaten weltweit derzeit pflegt, besser denn je. Das kann man nicht mit der Ausnahme von Europa. Aber ansonsten ist Israel außenpolitisch noch nie so gut dagestanden wie jetzt. Und das rechnen viele Menschen Netanyahu zugute und auch nicht zu Unrecht mitunter. Aber, also neben der Tatsache, dass er ein sehr guter Außenpolitiker ist, kommt natürlich auch, dass die derzeitige weltpolitische Konstellation sehr stark für Netanyahu spricht. Die USA haben sich um 180 Grad gedreht, wenn man so will, von Obama zu Trump. Das ist natürlich in Israel immer das Wichtigste. Wie ist das Verhältnis zu den USA? Und dann kommt die Konfrontation mit dem Iran dazu, der die sunnitischen Staaten, insbesondere die Staaten am Golf, auch an Israel annähert und die palästinensische Frage dahingehend marginalisiert. Und das ist ein sehr großes außenpolitisches Pfund und das merkt man weltweit. Ein Satz dazu vielleicht noch, wir hatten vor kurzem an der SWP einen indischen Fellow. Und Indien hat in den letzten 25 Jahren seine Außenpolitik vollkommen auf den Kopf gedreht von einer vormals sehr stark pro-palästinensischen, aus dem antikolonialen Lager heraus, hin jetzt zu einer, ja, wir sind nicht gegen die Palästinenser, wichtiger ist uns aber, dass wir gute Wirtschaftsbeziehungen zu den Israelis haben. Und also da spielt einfach eine große weltpolitische Konstellation einfach auch in Netanyahus Hände. Also außenpolitische Präsenz und guter Rekord auf Kosten der Palästinenser und der Lösung, der Zwei-Staaten-Lösung. Ja, also das wird auch von einer Mehrheit der israelischen Gesellschaft so geteilt, die sagt, also die Unterstützung für die Zwei-Staaten-Regelung insgesamt sinkt.
Im Vergleich zu anderen Regelungsoptionen gibt es vielleicht noch eine Mehrheit, aber das ist gar nicht so klar. Aber selbst diejenigen, die für eine Zwei-Staaten-Regelung sind, sind zugleich der Überzeugung, dass sie im Moment nicht zu realisieren ist. Beziehungsweise, dass die Kosten sehr viel höher wären als eine Beibehaltung des Status quo. Das ist aber, wenn man gerade auch die verschiedenen Analysten aus den Sicherheitsinstitutionen hört, doch alles sehr viel prekärer, als das in der Öffentlichkeit so wahrgenommen wird. Und das haben wir ja auch gesehen, jetzt als die als Raketenalarm in Tel Aviv war, sehr überraschend. Das haben alle bei mir gesessen und gesagt, was ist das für ein Autoalarm da draußen, der gar nicht aufhört, bis dann irgendwann realisiert wurde, das ist Raketenalarm in Tel Aviv. Ist natürlich auch, was Gaza angeht, auch keine Alternative, die von Kahrol Lavan bereitgestellt wird, beziehungsweise die Alternative, die Yaalon und andere vorschlagen, ist ja eine, die sagt, es hat sich so etwas wie eine Provokation von Hamas eingespielt, dann gibt es einen israelischen Gegenschlag, der aber auch angekündigt ist, sodass es eigentlich keine richtigen Opfer gibt. Dann gibt es Verhandlungen und die Hamas erpresst Zugeständnisse. Und das nutzt Netanyahu eigentlich auch, um die Spaltung zwischen Gazastreifen und Westbank auch zu vertiefen. Und Yaalon sagt, also wenn wir das aufbrechen wollen, dann müssen wir einen wirklichen Überraschungsangriff führen gegen die Hamas. Dann müssen wir die Hamas wirklich besiegen. Und das geht nur mit einer groß angelegten militärischen Operation. Und dann müssen wir danach für den Wiederaufbau sorgen und das beinhaltet eventuell eine Wiederbesetzung auch des Gazastreifens. Und das würde mit sehr hohen Kosten und auch Opferzahlen einhergehen. Und das ist sozusagen keine attraktive Alternative, die dort vorgeschlagen wird. Auf der anderen Seite müssen wir, glaube ich, was das Westjordanland angeht, schon auch ernst nehmen, dass es sehr starke Kräfte in der derzeitigen Koalition und vielleicht in der neuen Koalition gibt, die diesen Prozess auch der dauerhaften Kontrolle, auch einer schleichenden Annektierung der Gebiete fortsetzen wollen und das auch offensiv betreiben. Und das sind eben nicht nur die kleinen rechten, rechtsextremen Parteien, sondern das ist inzwischen auch der Likud. Ja, also das Zentralkomitee des Likud hat beschlossen, dass man für die Annektierung der Gebiete ist. 28 von 30 Abgeordneten unterstützen solche Pläne ebenfalls. Nur Netanyahu und Tzachi Hanegbi haben dem nicht zugestimmt. Netanyahu jetzt ja auch. Und Netanyahu jetzt auch. Also das sind Ankündigungen, die man durchaus ernst nehmen muss. Wie ist die Wahrnehmung gut in der israelischen Bevölkerung? Ich meine, wenn man in Tel Aviv am Strand entlang geht, hat man überhaupt nicht das Gefühl, dass irgendwie ein paar hundert Meter weiter Leute wirklich unter dieser Besatzung extrem leiden, in verzweifelter Situation sind. Und die sind ja auch immer weiter weggerückt durch die Mauer und durch viele andere Maßnahmen, auch durch den Diskurs, den politischen Diskurs. Wie hat sich das verändert im Laufe der Zeit, die Wahrnehmung der Bevölkerung des Konfliktes überhaupt? Naja, also es ist eben sozusagen immer weiter gebaut worden an dieser Blase, über die so viel gesprochen wird. Also zum Beispiel in Tel Aviv gibt es die Blase, aber die auch zu erweitern und auch Schnittmengen und Orte der Begegnung im Alltag sozusagen zu verunmöglichen. Es gibt ja in Jaffo zum Beispiel, Jaffo ist ja ein Ort, wo selbstverständlich Juden und Araber zusammengelebt haben, auch einen ganz dramatischen Prozess der Gentrifizierung, der zulasten der arabischen Bevölkerung dort geht. Nir Baram hat in einem ganz eindrucksvollen Reisebericht und Buch geschildert, also Ausflüge gemacht sozusagen auf die andere Seite und an Orte, an die der normale Israeli, der sozusagen in seiner Alltagsmühle feststeckt, nie kommen würde und auch nicht unbedingt auf die Idee kommen würde, dorthin Ausflüge zu unternehmen, und hat von da berichtet und gesagt, Mensch, das ist so viel, was sich überhaupt er selbst als ein sozusagen aus einer ganz
politisch sehr engagierten Familie kommender Nachfahre gar nicht wusste. Und diese Politik der Segregation, die ist sehr erfolgreich. Und ich erinnere mich, dass als wir nach Israel kamen, Ende 2007, und unsere Akkreditierung beim Government Press Office gemacht haben, haben wir irgendwie dann auch mit dem Leiter dieses Presseamtes gesprochen über den Friedensprozess, so wie man das so macht, wenn man aus Europa kommt, will man immer wissen, was ist eigentlich jetzt hier so mit dem Friedensprozess los. Und dann fiel dieses Wort, also welcher Frieden, es geht um Shekit, es geht um Ruhe. Und das ist irgendwie das Mantra. Das Ziel ist nicht mehr der Frieden, das Ziel ist Shekit, das Ziel ist Ruhe, das Ziel ist am Tel Aviver Strand in Ruhe Limonade trinken zu können. Und also wirklich sagt das mit gar nicht zynisch, es ist auch irgendwie so, ja, also denn man möchte gerne davon jetzt nicht auch noch behelligt werden, weil da, also irgendwie greift das so ineinander, dieses unglaublich, also der hohe Lebenstakt in Israel, die hohen ökonomischen Anforderungen an jeden Einzelnen, die Intensität der Kommunikation, alles, und dann irgendwie muss man sich jetzt auch noch um den Konflikt kümmern und um die Frage, wie geht es mit diesem Staat weiter, und ist vielleicht dann auch ganz froh, wenn man da so eine Riege hat von vier Ex-Generälen, die einem verspricht, du kannst auch die nächsten 4 Jahre gemütlich weiter Limonade trinken. Das ist natürlich überspitzt. Das beruhigt so ein bisschen. Dazu gehöre ich noch. Man kann die Entwicklung der Zwei-Staaten-Lösung in Israel sehr gut einteilen in 3 bis 4 Phasen. Ende der 90er war noch eine Mehrheit, kurz vor der Wahl, hat eine Mehrheit der Israelis erwartet, dass es einen palästinensischen Staat geben wird. Selbst die Likud-Wähler haben das erwartet. Dann kam die zweite Intifada und es heißt auf einmal ein Partner der Shalom. Es gibt keinen Partner für den Frieden. Mit der zweiten Intifada war die größte Zäsur, die israelische Gesellschaft diesbezüglich erfahren hat. Und damit rutscht die Mehrheit der Linken eher so in, wir müssen uns separieren, wir müssen die jüdische Mehrheit sichern. Das war die zweite Phase. Dann kommt die dritte Phase, die in der Auseinandersetzung mit der Hamas im Gazastreifen und nach dem Disengagement, nach dem Rückzug stattfindet. Daraus haben viele die Lehre gezogen, okay, wir müssen uns separieren, das heißt, wir müssen uns zurückziehen. Wir können uns aber nicht zurückziehen, weil dann werden wir beschossen. Und das ist das große, das kam Netanyahu zugute, weil er ist der Meister des Konfliktmanagements. Und nach dieser Wahl, das werden wir sehen, können wir vielleicht eine vierte Phase sehen, die dann nicht mehr heißt, wir sind paralysiert, wir müssen managen, sondern wir müssen annektieren. Und da spielt natürlich die regionale Lage auch mit hinein, ja, weil sozusagen es die Annäherung gibt an einige sunnitische Staaten, an Saudi-Arabien, an die Golfstaaten. Und wovon Netanyahu träumt, ist ja das Angebot der arabischen Friedensinitiative, war ja Normalisierung der Beziehung im Gegenzug für eine Regelung des israelisch-palästinensischen Konflikts. Und Netanyahu hofft und glaubt, dass er diese Normalisierung der Beziehung ohne eine Regelung des Konflikts bekommen kann. Und das ist das, was er verspricht. Ich bin da skeptisch, ich glaube das nicht. Aus verschiedenen Gründen, aus Legitimationsgründen, auch in Saudi-Arabien und anderen autoritären Regimen. Ich glaube nicht, dass das erfolgreich sein wird. Aber das spielt natürlich in der regionalen Entwicklung Netanyahu auch in die Hände. Wir müssen noch eine Frage ansprechen, die stelle ich gleich. Und dann präparieren Sie sich gerne für Ihre Kommentare und Fragen. Es gibt ja die Annonce, also wir haben schon viele Tweets aus dem Weißen Haus gehört, die diesen Wahlkampf relativ eindeutig beeinflusst haben. Und was jetzt noch aussteht, ist die große Wunderwaffe, nämlich der Friedensplan, über den mit keinem einzigen Palästinenser, wenn ich richtig informiert bin, bisher gesprochen wurde, aber er soll kommen. Was weiß man darüber? Nichts. Was weiß man darüber? Also man weiß tatsächlich wenig, aber man kann natürlich aus dem Kontext diverse Dinge ableiten. Netanyahu's Ankündigung, One State, Two States, whatever.
Es sagt natürlich schon einiges aus, was er dazu sagen will. Dazu kann man sagen, dass man mit dem amerikanischen Botschafter Friedman einen Botschafter hat, der offensiv Siedlungen finanziell vorher unterstützt hat, also der sich selbst der Siedlerbewegung sehr nahe sieht. Dass Netanyahu Jerusalem als Hauptstadt anerkannt hat, ist ein Bruch mit internationalen Gepflogenheiten gewesen. Und dass er die Golanhöhen, die Annexion der Golanhöhen anerkannt, sind natürlich deutliche Zeichen in eine bestimmte Richtung. Alles, was man weiß, hat, alles, was daraus hört, ist, dass es auch nicht um Zwei-Staaten-Lösung gehen soll, sondern eher so in die Richtung, ohne dass das so formuliert wird, wie es Netanyahu gesagt hat, um wirtschaftlichen Frieden. Das heißt, es soll ein großes finanzielles Paket geschnürt werden, was ja auch nicht jetzt falsch sein muss, um die Palästinenser zu unterstützen, aber es geht eben nicht, nach allem, was man bisher sagen kann, um Souveränität, um Unabhängigkeit, um einen Staat. Ich habe gehört, dass eben, ich weiß jetzt nicht mehr genau die Zahl, aber mehrere Millionen Palästinenser die jordanische Staatsangehörigkeit bekommen sollen und die Ägypter auch teilweise sozusagen Palästinenser adoptieren. Ich bin da relativ skeptisch, dass das Mehrheiten finden wird auf palästinensischer Seite. Vor allem, glaube ich, sind die Ägypter und die Jordanier nicht gefragt worden. Ja, genau. Ja, es gibt da wilde Fantasien, ne? Auch territoriale Veränderungen der Grenzen, auch Saudi-Arabien. Und also da gibt es eine ganze Menge wilde Fantasien. Aber ich glaube auch, dass es keine Zwei-Staaten-Regelung ist, die im herkömmlichen Sinne, ja, sondern eher das, was auch ja immer mal Netanyahu reinbringt, Staat minus oder so etwas, aber kein wirklich souveräner Staat. Mhm. Und das ist für die palästinensische Seite auf jeden Fall nicht akzeptabel. Nee, absolut nicht. Wir haben ein Mikrofon, ein Saalmikrofon. Sie können sich gerne zu Wort melden. Ja, hier vorne sind drei, der Herr und dann die beiden Damen hier vorne. Ja, ich habe erstmal eine These. Ich möchte, dass ihr vielleicht darauf eingeht und eine kleine Bitte. Die These ist, dass die Zeit von Netanyahu eigentlich vorbei ist. Spätestens in einem halben Jahr oder in einem Jahr wird er nicht mehr Regierungschef sein. Entweder gibt es Neuwahlen oder es wird ein anderer Premierminister vom Likud gewählt. Vielleicht können Sie darauf eingehen. Und die Bitte ist, dass ihr euch einigt, ob man über arabische Israelis spricht oder palästinensische Israelis. Ich glaube, die drei Viertel von Ihnen wollen als arabische Israelis genannt werden. Ja. Gleich die beiden Damen hier ebenfalls in der zweiten Reihe. Ja, vielen Dank. Ich möchte noch mal einen ganz anderen Aspekt ansprechen. Und zwar, wir haben ja jetzt in Europa und weltweit die Bewegung der Kinder und Jugendlichen für Klimaschutz und gegen den Klimawandel. Ist das überhaupt in Israel angekommen? Gibt es da auch diese Bewegung? Und könnte man nicht sagen, strategisch wäre das so ein Bindeglied auch in der Zivilgesellschaft, ja, für die arabischen Israelis oder palästinensischen Israelis und die jüdischen, sich unter diesem Banner nochmal zu vereinigen oder sich zu stärken? Wir hatten darüber gesprochen, dass der General ist und er hat kein Angebot wirklich für die Frauen. Und die soziale Frage ist auch kein Thema. Mit einem General verbindet man nur Sicherheit und im positiven Sinne. Und ich wundere mich, dass der Name Rabin in diesen Zusammenhang nicht fällt, der sich ja ganz anders entwickelt hat und hat sich so entwickelt, dass er umgebracht werden müsste, wenn nicht die Entwicklung in Israel ein völliges Turnaround gemacht hätte. Ja. Das Zweite, was ich absolut nicht begreifen kann, ist die Haltung von den Palästinensern, von der Frau, die da eingespielt wurde, die hofft auf eine gloriose Zukunft nach der Wahl. Wie soll das kommen, wenn die nicht mal bereit sind zu wählen? Ich verstehe deren Mentalität und wie sie leiden, aber trotzdem, wie können sie konstruktiv in die Zukunft was mitarbeiten, wenn sie das nicht ertragen und sich aufraffen, mindestens zu wählen? Wählen ist doch eine Chance. Wir nehmen noch eine Frage dazu und dann machen wir erstmal eine kleine Antwort. Vielleicht.
Ja, ich anknüpfen an der Frage von der Dame. Also ich als Palästinenser, wir haben ja gewählt 2015. Wir waren ja im Parlament in Israel. Was hat uns gebracht? Gar nichts. Kam dieser Gesetz zu dieser jüdische Staat. Und deshalb sagen wir jetzt, das hat uns gar nicht geholfen. Deswegen, was erwartet man von den Palästinensern, dass sie zur Wahl gehen und am Ende halt genau richtige Gesetze halt kriegt? Vielen Dank für Ihre Wortmeldung. Damit wäre schon die erste Frage ja beantwortet, ob wir von arabischen oder Sie haben gesagt, ich bin palästinensischer Israeli, oder habe ich das richtig verstanden? Sie sind Palästinenser. Alles klar, gut. Dann müssen wir die Frage noch klären, von wem wir, also wie wir sprechen. Ich finde diese Friday for Future-Frage sehr interessant. Also ich hatte mir so aufgeschrieben, ob wir über diese Frage des Green New Deals, der Transformation der ökonomischen in Richtung Ökologie auch im Zusammenhang mit Start-up nochmal sprechen. Aber vielleicht nehmen wir das sozusagen zum Anlass, über diese globale Bewegung zu reden. Ich habe jetzt keine Ahnung, Ruth, willst du vielleicht was aus gesellschaftlicher Sicht dazu sagen? Und dann diese Rabbinenfrage, die ja auch im Zusammenhang mit Duldung durch arabische Parteien und die Erinnerung, was daran hängt, sehr interessant ist, die würde ich dann als zweite nehmen. Hm? Ganz frech und autoritätsverweigernd doch die Frage nach der Identität arabischer Israelis von Yigal gern aufnehmen. Also ich spreche immer von arabischen Israelis, die eben auf dem israelischen Staatsgebiet leben und israelische Pässe haben. Und ich habe diese Frage mal einem arabischen Israeli gestellt, der mir in einem Interview sozusagen, das oszillierte immer und schwankte immer und er spielte mal mit diesem Begriff und mal mit jenem. Und dann habe ich gesagt, ja, von was hängt das eigentlich ab? Und dann hat er gesagt, ehrlich gesagt, definiere ich mich als arabischen Israeli, aber immer dann, wenn sozusagen ein Vorkommnis mich aufwühlt, das mich versucht sozusagen zu reduzieren oder auf eine Sugbet, auf eine zweite Wahlbürger zu reduzieren, reagiere ich mit diesem verletzten Stolz und sage, ich bin Palästinenser. Ich weiß nicht, ob Sie das nachvollziehen können aus dem Gazastreifen, aber sozusagen die israelischen Araber in Israel, die in Israel lebenden Araber schwanken so. Wer hat die Frage nochmal gestellt? Du hast die Frage gestellt. Schwanken so mit den Begrifflichkeiten hin und her. Aber ich finde eigentlich, in dem Moment, wo man von Palästinensern spricht, sagt man schon ihr. Ja, also ich finde es politisch einen ganz wichtigen, also einfach eine Form der nicht nur politischen Korrektheit, sondern das beinhaltet zu viel. Ich halte es für sehr wichtig und bedeutsam, an diesem Begriff festzuhalten. Würdest du trotzdem was zu Friday for Future sagen? Nee, dazu kann ich ehrlich gesagt gar nichts sagen. Also Friday for Futures gibt es auch in Israel? Bima Theater, freitags 12 Uhr, wer Lust hat, da mal hinzugehen. Das Thema ist eins, was in Israel auch präsent ist, Klimawandel, auch Energiefragen natürlich. Also wir haben eigentlich ja ein sehr großes Potenzial, Solarenergie beispielsweise, und dieses Potenzial wird nicht genutzt. Wir haben sehr viel Kohle, sehr viel dreckige Energieträger auch, die weiterhin genutzt werden. Und dann ist ja jetzt, sozusagen, sind die Gasvorkommen entdeckt worden. Und das wird sozusagen als Ersatz eigentlich propagiert, wobei wir ja wissen, dass das kein sauberer Energieträger ist. Ja, und wenn man Methanemissionen und so weiter dazu rechnet, noch dreckiger eigentlich. Aber diese Energiefrage und auch Klimaziele, die man sich stellt, das ist durchaus auf der Agenda. Und das Interessante bei diesen Themen ist, dass das etwas quer zur Polarisierung liegt. Also da lassen sich in der Knesset, im Parlament durchaus über diese Polarisierung hinweg dann Bündnisse schmieden. Und wir haben auch auf Ebene der Ministerien durchaus eine Entwicklung, dass dort Expertise aufgebaut wird und dieses Thema vorangetrieben wird. Kann man sagen, dass das nicht als politische Frage betrachtet wird?
es wird nicht als politische Frage betrachtet und es wird aber auch nicht genutzt, was manche dann manchmal glauben, dass das etwas so Wasserfragen und solche Fragen, dass das Fragen sind, die vielleicht Israelis und Palästinenser zusammenbringen können oder auch über den Konflikt, also einschließlich der besetzten Gebiete, dort Potenzial für positive Entwicklungen haben. Das ist nicht so und das lehnen die Palästinenser in den besetzten Gebieten auch mehrheitlich ab. Also es gibt ja so ein paar Initiativen wie Ecopeace, die so etwas versuchen. Aber das findet auf palästinensischer Seite zumindest keine sehr große Resonanz. Aber es ist ein Thema, es ist auch ein Technologiethema in Israel, ja, also grüne Technologie zu entwickeln. Und da gibt es durchaus auch interessante Startups, interessante Unternehmen, die daran arbeiten. Dann hatten wir noch die Frage, warum haben wir noch nicht über Yitzhak Rabin gesprochen? Gut, also wir haben aber vieles andere nicht. Aber das sollten wir jetzt nochmal zum Anlass nehmen, auch über die Frage, warum, wie ist dieses komplizierte und ambivalente Verhältnis der Palästinenser oder beziehungsweise arabischen Israelis zum Wählen gehen zu interpretieren? Das sind zwei unterschiedliche Fragen, aber ich gehe gerne darauf ein. Zunächst vielleicht noch auf die These, dass Netanyahus Zeit vorbei ist. Jein. Also er steht natürlich sehr stark unter Druck, aber ich glaube, dass Netanyahus Schritt, Annexionen anzuerkennen, ein erstes Angebot ist an das rechte Lager, dass er sagt, er war ja immer dagegen, dass er sagt, Annexionen gegen das sogenannte französische Gesetz. Wenn ihr mir Immunität beschafft, dann gebe ich euch Annexionen. Das könnte passieren, das kann ich mir vorstellen. Gleichwohl gibt es natürlich im Likud einige, die ihn gerne beerben wollen. Das ist auch klar. Aber das könnte eine Möglichkeit sein. Zu den weiteren Fragen, Gantz und Rabin, beides Generäle, vollkommen klar. Wobei natürlich bei Rabin die soziale Frage jetzt auch nicht im Vordergrund stand, sondern er ist ermordet worden wegen Oslo. Also wegen dem Versuch, eine Zwei-Staaten-Lösung in die Wege zu bringen. Damals war aber das Klima der israelischen Gesellschaft ein vollkommen anderes. Es gab eine linke Mehrheit mit fast nur zwei Parteien, also mit drei Parteien dann. Und das ist heute nicht mehr da. Also die israelische Gesellschaft ist konsterniert mit dem Friedensprozess. Sie glaubt nicht mehr an den Friedensprozess. Sie traut den Palästinensern nicht mehr. Und deswegen ist die Situation eine vollkommen andere. Selbst wenn Gantz im Hinterkopf hätte. Und er hat angedeutet, dass man zumindest mal wieder über Frieden reden sollte. Aber es wird ihm sehr schwer fallen, dafür Mehrheiten zu finden. Und er ist auch nicht Rabin. Aber die Situation ist heute gesellschaftspolitisch schlicht eine andere. Und das findet im Moment keine Mehrheiten. Dem möchte ich mal, Entschuldigung, ganz unbegründet einfach widersprechen, nur der Prophezeiung. Weil ich denke immer, die Geschichte zeigt doch, dass sie nicht Linearitäten folgt. Und nur was die Prophezeiung sozusagen, die Extrapolierung von einem jetzigen Zustand auf die Zukunft angeht, würde ich widersprechen wollen. Gantz hat natürlich das Potenzial, sich zu entwickeln und auch dann die Gesellschaft mitzunehmen. Das halte ich nicht für ausgeschlossen. Aber dieser Bruch, den die Ermordung von Yitzhak Rabin bedeutet hat, der ist eigentlich gar nicht zu überschätzen. Das war also es gab einen davor und einen danach. Und das ist ein unglaublich einschneidendes Ereignis gewesen und für die Friedensbewegung insgesamt und für das Land und die politische Kultur. Vielleicht noch Rabin aufnehmend als kleine Erinnerung, dass wir ja, als Rabin die Mehrheit im Parlament verloren hat, er unterstützt worden ist von den arabischen Parteien und auch das zweite Mal, als ein sozusagen zentrumslinker Politiker an die Macht gekommen ist, war Ehud Barak, damals noch Direktwahl des Ministerpräsidenten und auch nur deswegen, weil die arabisch-palästinensischen Israelis Barak damals unterstützt und gewählt haben. Mit 97% sind der Direktwahl des Ministerpräsidenten, wenn ich mich nicht täusche. 97%. Und zugleich zu bedenken, dass in der Zeit der Ära, die du beschrieben hast, Netanyahu natürlich sich auf der Seite derjenigen, die erstmal die politische Debatte verloren haben, fühlte und er auch zu denen gehörte, die gegen den Friedensprozess mobilisiert und scharf gemacht haben.
Ja, jetzt gibt's jetzt aber der Herr da hinten in der allerletzten auf der Bank. Hallo. Dann gehen wir da in dieses Tortenstück. Ja, bitteschön. Vielen Dank. Guten Tag, Apostolides. Mein Name von der Jungen Europäischen Föderalisten Griechenlands. Ich hätte eine These und eine Frage. Also meine These ist, dass im Allgemeinen merken wir, dass besonders ausgegrenzte Minderheiten selten echt motiviert sind, an die Wahl teilzunehmen, weil sie keinen echten Glauben an die Institutionen des Landes haben. Das ist ein Phänomen, das wir auch in Europa haben mit der Familie, mit der Roma- und Sinti-Hintergrund, die sich fast in allen Ländern diskriminiert fühlen und deswegen fast nie an die Wahl gerne teilnehmen. So bin ich nicht im, ich kann nicht absolut nachvollziehen, warum es so eine Überraschung ist, dass die Araber in Israel nicht interessiert sind, an die Wahl teilzunehmen, besonders nach dem Gesetz über den jüdischen Charakter des Staates und über die Rolle der arabischen Sprache. Dann hätte ich eine Frage im Allgemeinen für alle Teilnehmer. Es ist mir nicht, also wir haben vor allem über das Thema der Siedlungen und annexieren, nicht annexieren und das Thema natürlich der Skandale und der Korruption in Israel geredet. Und ich bin, ohne besonders mit dem Thema, also ich kenne mich nicht so gut damit aus, ich bin mit dem Eindruck geblieben, dass die Leute in Israel fast nur, also vor der Wahl im Wahlkampf, fokussieren auf das Thema der Korruption und des Status der Siedlungen. Und ich kann nicht verstehen, wie es in einem Land mit so einem hohen Bildungsniveau, Umwelt, Institutionen, Wirtschaft, alle anderen Themen keine Priorität haben. Ich würde gerne kurz hören, was über die anderen wichtigen Themen, die in einem üblichen europäischen Wahlkampf sehr wichtig sind, also die Sachen, die die Verwaltung und die Lebensqualität betreffen. Was passiert damit? Vielen Dank. Ja, danke schön. Wir haben das ja schon angerissen vorhin mit dieser Präsenz der Sicherheitsfrage. Ich hätte gerne hier vorne sind zwei Meldungen in der ersten und dritten Reihe. Die nehmen wir noch gerne zusammen. Ja, Friedel Grützmacher, Giva Trabiva Deutschland. Ich möchte einfach nochmal danach fragen, auf die Meinung auf dem Podium von der Interviewpartnerin von Offa Waldmann, die meinte, dass man vielleicht mit einer Partei, in der palästinensische und jüdische Israelis gemeinsam für eine friedliche Lösung, für eine friedliche Zwei-Staaten-Lösung kämpfen, dass man da vielleicht eine gewisse Zukunft sehen könnte. Wie sehen Sie das? Michael Bromlich, Berlin. Ich habe eine genderpolitische Frage an alle Podiumsteilnehmer. Es wurde gesagt, dass das militärisch-soldatische Auftreten etwa von Kahol Lavan kein Angebot für Frauen ist. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich meine, Israel ist einer der ganz wenigen, wenn nicht der einzige Staat auf der ganzen Welt, wo mit Ausnahme orthodoxer junger Mädchen alle Frauen zum Militär gehen müssen. Dann zweitens fällt mir auf, wenn ich die Presse richtig verfolge, dass ausgerechnet und gerade auf der rechtsextremen Seite des politischen Lagers wir besonders starke, beeindruckende Frauen haben. Carol Glick, die Journalistin, Ayelet Shaked und Miri Regev, die in merkwürdiger Weise ein konventionelles Frauenbild, ja, wie mit dem Parfum, mit Faschismus offensiv verbinden. Ja, also das ist, lieber Herr Professor Brumlik, ein Widerspruch, den ich auch nicht auflösen kann. Ich verstehe das nicht. Die israelischen Frauen dienen in der israelischen Armee. Und warum ist keine israelische Frau in vorderster Reihe auf den Wahlplakaten abgebildet? Ich habe einfach in den letzten Tagen und Wochen die Radiosendung ziemlich intensiv verfolgt. Und das kam auch immer wieder so als Argument vor. Also was eine Partei präsentiert ja auch
Identifikationsangebote auf ihren Wahlplakaten. Und da war eben eine sehr ausschließlich eine Männerriege, die sich da präsentiert hat. Und das ist sozusagen eine Frage an auch die Wahlstrategen, wie es zu so einer Verkürzung des personellen Angebots eigentlich kommt und zu so einer Entscheidung, keine Frauen mit in die allererste Reihe zu nehmen. Habe ich auch keine Antwort drauf. Natürlich in gewissem Sinne ein Angebot für Frauen. Also sicherheitspolitisch stehen Frauen auch, wenn man das in den Umfragen ansieht, durchaus auch weit rechts. Und die Generäle sind ein Angebot, das auch für Frauen attraktiv ist. Was wir aber umgekehrt eben nicht haben, ist weibliche Generälinnen, die ein solches Angebot machen. Und gerade Frauen, zivile Frauen, wird eben Autorität in Sicherheitsfragen abgesprochen. Die haben dann also keine Chance gegen ein männliches Angebot. Und auf der Rechten, neue Rechte, das ist tatsächlich eine ganz, ganz interessante Entwicklung, wobei auch da ein bisschen die Arbeitsteilung ist. Ayelet Jaquet ist ja als Justizministerin, die soll den obersten Gerichtshof besiegen. Und in Sicherheitsfragen ist es dann aber Bennett, der die Hamas besiegen soll. Insofern haben wir da in gewissem Maße auch eine Reproduktion dieser Teilung zwischen zivilen Fragen, militärisch-sicherheitspolitischen Fragen. Das Argument lässt sich auch unterstützen an der oder bewahrheiten oder zeigen an der Figur von Tzipi Livni, die ja selbst eine Militärkarriere hat, mit dieser Erfahrung eigentlich politisch nie ausreichend punkten konnte. Im Gegenteil, auch noch Zweifel gesät wurden. Nochmal zu der Frage sozusagen von Mayram Yajul, nochmal verstärkt durch Friedel Grutzmacher. Also erst einmal sozusagen sehen wir ja auch schon unterschiedliche Wahlbeteiligung. Wir hatten sicherlich bei den letzten Wahlen 2015 wieder einen Anstieg der Wahlbeteiligung, sinkt jetzt wieder ab. Und das hängt auch damit zusammen, dass wir ein anderes Angebot haben, dass es eine Enttäuschung gibt, auch über die Ergebnisse, die die Vereinte Liste erreicht hat. Und es hängt zusammen mit eben auch mit dem Rassismus, der in dieser Wahlkampagne eine Rolle spielt. Aber die Frage, werden Alternativen entwickelt, gemeinsame Art, das ist sicherlich etwas, was für die Zukunft wichtig ist, aber das würde ich ähnlich sehen, was auf zivilgesellschaftlicher Ebene anfangen muss. Wahlbeteiligung, nur die Zahl, die ich vorhin gesehen habe, lag bei 64% bis 8 Uhr. Gut. Also wir kommen gleich jetzt, fängt es an, hier unruhig zu werden, 20 Uhr, also weil die Wahlergebnisse so langsam durchsickern. Vielleicht jetzt noch mal kurz eine Antwort auf die Frage und dann... Genau. Vielleicht noch ganz kurz dazu. Also die These, die dahinter steckt, es muss alles schlechter werden, bevor es besser wird, sieht man schon ein wenig, weil nämlich die Aufsplittung der beiden arabischen Parteien hat einerseits mit Sitzverteilungen zu tun gehabt, aber auch mit der anderen, auf der anderen Seite ganz zentral mit der Thematik, wollen wir innerhalb des arabischen Lagers mit, wie sie heißen, mit den zionistischen Parteien zusammenarbeiten oder nicht? Und deswegen hat sich Khadash und Tal abgespalten. Und die wollen, bisher noch begrenzt, aber sie wollen es. Und das will auch die arabische Öffentlichkeit. Die wollen Ergebnisse sehen. Und das ist ein klarer Trend, den man in den Umfragen ablesen kann. Von daher ist diese These vielleicht nicht so falsch gewesen, dass man in Zukunft mehr Zusammenarbeit sehen wird. Sollten wir noch mal auf die Frage, von die gestellt worden ist, eingehen, wie kann es sein, dass wir so einen anderen Wahlkampf haben mit so anderen Themen, die so wichtig sind und das, was in jeder liberalen Demokratie an wahlentscheidenden Fragen, also soziale Fragen, Wirtschaftsfragen, Bildung, Gesundheit, warum spielt das keine Rolle, warum scheint das nicht wahlentscheidend zu sein? Ich hatte gedacht, wir haben das schon versucht, so ein bisschen anzutönen, aber vielleicht kann man es noch mal ein bisschen zuspitzen. Auch dazu gibt es Umfragen. Als die Israelis im Vorwahlkampf gefragt worden sind, was ist das wichtigste Thema überhaupt? Wirtschaft. Ist es wahlentscheidend für euch? Nee.
Der Punkt ist, die politische Sozialisierung verläuft in Israel anders. Sie hat sich in den letzten 25 Jahren ganz stark an der Frage aufgehangen, bin ich für einen palästinensischen Staat oder bin ich gegen einen palästinensischen Staat? Das war lange Zeit die Links-Rechts-Spaltung in Israel. Und so hat sich politische Sozialisation einfach durchgezogen. Dass die Israelis, dass Wirtschaft und die anderen Themen für sie wichtig sind, das ist vollkommen klar. Nur produzieren die keine Lagerbildungen. Und das ist der Hintergrund des Ganzen. Ja, wir sind kurz, wir müssen relativ pünktlich dann zu Dalia Scheindlin schalten. Wir haben noch ein paar Minuten, also ich würde sagen, wir machen noch mal eine Runde Wortmeldungen und ich bitte dann aber nicht traurig zu sein, wenn sozusagen nicht zu allem dann sofort noch mal Reaktionen vom Podium kommen können. Wir gehen noch mal in den Mittelblock, die Dame dort und dann und der Herr dahinter, so dass wir so ein bisschen abgrasen und dann gehen wir noch mal in den anderen Block. Ja, wir haben ja viel über auch Annektierung gesprochen. Das ist auch ein Thema dieses Jahr im Wahlkampf ist. Meine Frage ist, Annektierung mit Rechten für Palästinenser oder nicht? Also oder wird Zone A, B, C annektiert? Heißt es dann, dass die Palästinenser, die da leben, israelische Staatsbürgerschaft bekommen? Und das nochmal anzusprechen mit jordanischer Staatsbürger, die Frau Dr. Ruth angesprochen habt, soweit ich weiß, haben viele Palästinenser in der Westbank schon die jordanische Staatsbürgerschaft, weil es ja eben bis 67 von Jordanien auch annektiert wurde. Also ja, und das wäre so meine Frage. Wie stehen, also was könnte man sich da vorstellen, weil das ja doch im Munde ist von Likud und vielen anderen Parteien. Ja, mich würde interessieren, inwiefern die palästinensische Frage oder die Situation der Palästinenserinnen und Palästinenser marginalisiert in Israel, in arabischen Staaten, gerade aus der Schwäche raus, vielleicht etwas gemacht werden kann, weil es ja wie eine ungeheure Provokation zum Teil wirkt. Ich erinnere an den, wie ich finde, sehr guten Artikel von Bettina Marx von der Böll-Stiftung, wo sie eben die These vertreten hat, dass die Palästinenserinnen und Palästinenser völlig marginalisiert sind. Es hat einen ungeheuren Empörung bei manchen Leuten ausgelöst. Also da meine Frage, ist es nicht symbolisch möglich, das Thema einfach aufzugreifen und welche Rolle kann spielen in Zukunft, wenn die Annexion im Raum steht, Bürgerrechtsangelegenheiten, die auch vielleicht, und das wäre die dritte Frage, gibt es Möglichkeiten hineinzuwirken, psychologisch, menschlich, in dieses doch sicher auch sehr diffuse rechte Lager? Also 500.000 Siedlerinnen und Siedler können nicht alle die gleiche Meinung haben. Das ist schon ein Besatzungs- und Koloniales- und Dominanzprojekt, aber die haben nicht alle die gleiche Meinung, das weiß ich auch, das kriegt man auch so mit. Wo sind da Anknüpfungspunkte eben wieder in Richtung Menschenrechte, Demokratie für die Zukunft was zu erreichen? Sehr schöne Frage. Die Dame da auf dem von mir aus linken Block. Also ich wollte diese These, ich habe einige, viele Sachen habe ich gehört, mit denen ich nicht einverstanden war, weil ich das, manchmal den Eindruck hatte, abgesehen bei dir, Ruth, hatte ich den Eindruck, dass hier nicht genug die Meinung der einzelnen Personen in Israel wiedergegeben wurde. Also durch Gespräche mit vielen Menschen, nicht nur in Tel Aviv, nicht in dem sogenannten Staat Tel Aviv, sondern auch außerhalb. Also das kam meines Erachtens hier ein bisschen zu kurz. Aber die Wirtschaft spielt eine sehr wichtige Rolle. Viele Leute, die gerade die Likud-Partei wählen, sagen, was wollt ihr? Uns geht es so gut. Schaut mal, wie voll der Flughafen ist. Die ganze Zeit fliegen die Leute ins Ausland. Die ganze Zeit reisen die Leute. Uns geht es so gut, uns geht es so gut, uns geht es so gut. Das wird so oft als Argument gebracht, um gerade Netanyahu zu unterstützen. Das heißt, die Wirtschaft spielt eine wichtige Rolle. Bei mir in der Familie, mein Vater ist ein absoluter Likudnik, schon seit vielen Jahren. Der ist natürlich immer enttäuscht, dass seine Tochter eher links wählt, aber sagt mir auch immer höhnisch, dein Briefzettel liegt hier zu Hause, wenn du wählen möchtest, musst du hierher kommen. Also ich kann nicht wählen, wenn ich hier in Deutschland bin. Aber ich kenne also deswegen die Argumente der Leute, die rechten Parteien wählen, kenne ich sehr gut. Und die Wirtschaft wird immer
wieder erwähnt. Ja? Das ist nicht, ich bin nicht einverstanden, dass es nur alleine um die Sicherheit geht. Und dazu könnte man noch einiges sagen. Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt drei spannende Fragen, insbesondere die Frage, erstens, ist Siedler gleich rechts? Und zweitens, gibt es eigentlich Möglichkeiten, über Menschenrechte und Minderheitenschutz auch mit den Leuten nochmal ins Gespräch zu kommen? Aber wir wollen jetzt gerne zu Dalia Scheindlin schalten. Das ist ein Skype ohne Bild. Also akustisch, sonst haben wir dieses, Sie kennen das, dieses Ruckelbild, oder ja, wir haben ein kleines Porträt. Dalia ist eine der führenden Expertinnen für die Analyse von Umfragen und Einschätzungen der öffentlichen Meinung in Israel. Deswegen wird es niemanden wundern, dass sie heute Abend natürlich sehr gefragt ist. Als Beraterin für strategische Kommunikation hat sie politische und soziale Kampagnen in über 12 Ländern durchgeführt und in Israel arbeitet sie für unterschiedliche lokale internationale Organisationen, berät hier zum israelisch-palästinensischen Konflikt, zu Menschenrechten, Demokratie, religiöser Identität. Sie ist Doktorin der Politikwissenschaftler und gibt das Tel Aviv Review Podcast mit aus und sie ist eine unserer Partnerinnen bei einem Magazin, das wir ein Online-Magazin 972, das wir unterstützen. Jetzt schauen Sie alle auf Ihr Handy, aber wir versuchen jetzt die Verbindung mit Dalia hinzukriegen. Hello? Dalia? Let's see if she can. Yes, hello, and I'm sorry about the connection, but I'm driving, but thank you. Ich sitze im Auto, vielen Dank, aber ich freue mich, dass ich hier bin. Das ist interessant. Wir freuen uns. Ich heiße Ellen. Wir haben uns vor einigen Monaten in Tel Aviv getroffen. Und hier sind 200 Teilnehmer und wir möchten etwas wissen von der Atmosphäre und was sind die ersten Wahlergebnisse? Das ist ein gutes Timing, because wir haben hier, weil wir jetzt gerade die ersten Ergebnisse bekommen haben. Es sieht so aus, als ob Likud und die Blue and White Partei sehr nah zusammenliegen. In einem Fall hat Blau und Weiß einen Sitz mehr und die rechten Parteien, es gibt drei Fernsehsender, die diese Zahlen herausgeben und in einem liegt der rechte Block von die, also bei einem sind es genau 66 von 120 Knesset-Sitzen. Bei der einen Umfrage sind die beiden Blöcke liegen fast gleich auf der anderen hat der rechte Block einen Vorteil. Und es gibt einige interessante Entwicklungen für Parteien, die im Moment die 3,25% Hürde nicht überspringen können. So, das waren die Zahlen vor 10 Minuten. Du hast gesagt, man muss vorsichtig sein im Hinblick auf die Ausgangsbefragung. Kannst du sagen, weshalb? Dalia? Die Verbindung ist sehr schlecht. Das ist immer das Problem bei den Skype-Gesprächen. So,
Dalia, es ist ganz schwierig zu verstehen, was du sagst. Die Verbindung ist sehr schlecht. Dalia, hörst du uns? Ja, ich höre euch. Ich habe gefragt, weshalb du gesagt hast, dass man vorsichtig sein muss im Hinblick auf die Wahltagsbefragung. Ich muss schnell sein, weil ich jetzt in einen Tunnel fahre. Die Wahltagsbefragungen waren in der Vergangenheit falsch. Das letzte Mal lag die Likud 6 Sitze vorn. Und in der letzten Zeit waren die Befragungen präziser, aber manchmal eben nicht. Und gibt es bereits Kommentare im Hinblick auf dieses Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden großen Blöcke? Das war mein Kommentar. Wir haben ja diese Wahltagsbefragung jetzt erst vor 10 Minuten gesagt. 2 der Befragungen zeigen, dass der rechte Block vorn liegt, wie das in den Umfragen war. Und wenn beide Blöcke gleich aufliegen, dann wäre das eine große Überraschung. Selbst wenn beide 66 Sitze hätten, wäre es immer noch schwierig für die blau-weiße Koalition eine Regierung zu bilden. Ist es bereits klar, ob von den arabischen Parteien einer die Hürde übersprungen hat? Ja, es sieht so aus, als ob Haddad, Entschuldigung, jetzt ist wieder die Verbindung abgebrochen, der Dolmetscher kann nichts mehr hören. Der Tunnel. Peter hat auch einige Ergebnisse. Dalia? War es der Tunnel? Wir haben sie dich wieder verloren. Nein, nur der Empfang war gerade schlecht. Es sieht so aus, als ob Haddad die Hürde nehmen kann. Jetzt ist die Verbindung wieder unterbrochen, sagt die Dolmetscherin. Alia, so einen Abschluss machen. Yeah, I think it's very difficult to understand. Also, Dalia, du bist sehr schlecht zu verstehen. Ich verbinde dich jetzt mit Nico und wir setzen jetzt die Podiumsdiskussion fort. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und komm gut in Jerusalem an. Vielen Dank, Dalia. Vielen Dank, auch vielen Dank an die Zuhörer. Lindel fummelt hier die ganze Zeit mit seinem Mobilfon herum und Ofer auch. Und ich glaube, wir können ein bisschen anhand der Exit Polls jetzt sehen, was Dalia angedeutet hat. Die Parteienübersicht an die Wand werfen, dann kann ich mal kurz sagen, kann ich drauf zeigen, welche Partei wie viele Sitze bekommen hat. Also, ich stehe einfach mal auf. Was ich jetzt sage, das ist ein Durchschnitt aus 3 Umfragen.
Und ich fange einmal an. Also dieser Durchschnitt ganz rechts, die Union der rechten Parteien bekommt demnach 5 Sitze. Seyoud ist raus. Aber nur in 2 von 3 Polls. Also das ist der Durchschnitt. Die neue Rechte ist auch raus. Und das hat keiner vorhergesagt. Wie gesagt, Durchschnitt. Israel Beitenu hat 4 Sitze. Ich bleibe schon stehen, ich gehe einfach der Reihe nach. Der Likud hat 35 Sitze. Auch das wurde in keiner Umfrage vorhergesagt. Schass und das Torah-Judentum haben beide 7. Das ist unglaublich überraschend, weil die ganze Medienlandschaft davon gesprochen hat, dass den Ultraorthodoxen die Wähler wegrennen. Kulanu hat 4. Gescher ist raus. Kachol Lavan, Blau-Weiß, Benny Gantz hat 37 Sitze. Die Arbeiterpartei hat 7 Sitze. Und Meretz hat im Durchschnitt 5. Ich gucke mal durch, weil das ja hier wichtig ist. Sie ist aber in keinem der 3 Polls raus. Also Meretz ist drin. Ramballat ist raus. Und Chadash Tal hat, 6, genau. 6 im Durchschnitt. Okay, dann machen wir jetzt noch eine, vielen Dank, Peter. Dann machen wir jetzt noch eine kleine Elefantenrunde auf dem Podium, so nach dem Motto, welche Möglichkeiten ergeben sich jetzt für Bündnisse? Der Ring ist für euch 3 jetzt frei zu spekulieren. Und dann würde ich so sagen, wir machen dann hier einen Cut. Und Sie sind alle eingeladen, unten weiter zu diskutieren und weiter in allen Handys nachzuschauen, wie sich das entwickelt, wie sich das stabilisiert. Aber vielleicht erstmal so eine kleine Idee davon, was könnte jetzt passieren mit dem, was wir jetzt wissen. Ich wollte als allererstes nur noch mal Wasser in den Wein schütten oder Wein ins Wasser, keine Ahnung, je nachdem, wie man es sieht. Diese Exit-Polls sind natürlich mit Vorsicht zu betrachten, weil gerade unter Likud-Wählern es so eine Tradition gibt, etwas defätistische Tradition, bei den Exit-Polls, also der Nachwahlbefragung, was anderes anzugeben. Und genau das führte auch dazu, dass bei der letzten Wahl man also sozusagen abends dachte, Buschi Herzog wird Premierminister und am Morgen wusste, Netanyahu ist wieder da. Also das muss man so ein bisschen mit Vorsicht genießen, das nur als Präambel. Schätzung. Also wie wir gerade von Dalia gehört haben, 2 Polls hat der rechte Block eine Mehrheit, in einem Poll steht 60-60 in einer Umfrage. Das ist wahnsinnig überraschend, hat Dalia auch schon gesagt. Sollte es wirklich auf 60-60 rauslaufen, ist es die einzige Möglichkeit, dass Benny Gantz irgendwie versuchen kann, eine Mehrheit zu bekommen. Wir müssen es so verstehen, die 5 Parteien, die links stehen, müssen verhindern, dass die Rechte eine Mehrheit hat. In allen anderen Fällen gehe ich davon aus, dass Netanyahu einen reinen Rechtsblock formieren wird oder aber auf Benny Gantz zugeht und sagt, willst du mein Verteidigungsminister sein, dafür hole ich den rechten Rand nicht rein. Ja, sehe ich ganz ähnlich und ich würde auch eher eine Verschiebung noch nach rechts vermuten, ganz ähnlich aus den Gründen, die ihr auch genannt habt. Und was wir schon gesehen haben, ist, dass die beiden großen Parteien hier, die beiden Konkurrenten, gestärkt sind. Das war ja auch der Versuch in den letzten Tagen des Wahlkampfes noch auf Kosten der kleineren Parteien. Und es wird tatsächlich sehr davon abhängen, wer wird am Ende noch über die Hürde kommen und wer nicht. Ja, da ist, glaube ich, auch noch einiges sehr, sehr knapp. Also tatsächlich, die Einschätzung ist noch sehr schwer vorzunehmen, aber im Verlauf des Abends würde ich eher eine leichte Verschiebung nach rechts noch erwarten. Nur noch als eine Ergänzung zu so kursierenden Koalitionsfantasien. Also wer könnte jetzt
potenziell, wenn Kachol-Lawan wirklich gut abschneiden würde, noch umfallen, aus dem rechten Lager ins linke Lager fallen. Da gibt es so Gerüchte, Moshe Kachlon von Kulanu könnte umfallen. Also das glaube ich eher, also ich glaube, da ist die Hürde viel höher, als man so meint, weil er ist wirklich ein in der Wolle gefärbter Likudnik. Und bevor er die Option aufgibt, mit Netanyahu zu gehen, müsste schon wirklich Kachol Lavan sehr stark abschneiden. Also müsste das jetzt diese erste Hochrechnung sehr zugunsten von Kachol Lavan sich noch verändern. Und das würde ja auch nicht reichen. Dann bräuchte man noch eine ultraorthodoxe Partei. Und wir haben ja Yair Lapid, auch ein Intimfeind der ultraorthodoxen Parteien, als Teil dieses Bündnisses. Auch das ist schwer vorstellbar. Er spielt eine Rolle. Also Moshe Kachlon hat gesagt, dass er zumindest kein Gesetz unterstützen wird, das Netanyahu Immunität gewährt. Er hat auch mal gesagt, dass er nicht mit einem angeklagten Netanyahu in einer Koalitionsregierung sitzen wird. Das glaube ich aber nicht. Ganz, da bin ich mir nicht sicher, weil einfach dann kommen irgendwann realpolitische Zwänge. Auch Jacquet hat gesagt, sie wäre nicht für dieses Immunitätsgesetz. Bennett, Jacquet schon. Ja? Gut. Sollen wir das vielleicht nochmal für alle ein bisschen aufklären, dass die Frage der Koalition mit Netanyahu insofern unter einem schwierigen Stern steht, als dass, wenn er angeklagt wird, es sein kann, man geht in eine Koalition, aus der man bald wieder draußen ist, oder man stimmt einem Gesetz zu, das er vorantreibt, dass ihm Immunität verliehen wird, was ein bisschen an rumänische Verhältnisse erinnern würde. Ich wollte nur noch einen Aspekt einbringen, der nicht zu vernachlässigen ist. Was auch immer jetzt passiert und wie der Abend weiter verläuft, spielt eine wichtige Rolle auch Ruven Rivlin, weil er ist letztlich dann derjenige, der den Auftrag gibt, eine Regierung zu bilden. Und Benjamin Netanyahu hat sehr intensiv versucht, Druck auszuüben auf ihn in den letzten Wochen und Monaten, dass er das sozusagen das Blatt zu seinen Gunsten bereit sein würde zu wenden. Und dem hat sich, glaube ich, Ruven Rivlin erfolgreich verweigert. Also das ist, bleibt dann spannend, wie er dann seinen Handlungsspielraum interpretieren wird. Gut, es ist jetzt schwierig, in dieser Situation irgendein Schlusswort, was Sie jetzt zufrieden nach Hause schickt, zu finden. Das kann es nicht geben, sondern es bleibt spannend. Wir werden morgen früh viele Kommentare hören und Interpretationen, auch erste Reaktionen dann natürlich von denjenigen, die da zur Wahl angetreten sind. Wir werden weiter die Lage beobachten und wir als Böll-Stiftung werden uns weiter für Ökologie, Menschenrechte und die Zwei-Staaten-Lösung in Israel und in Palästina auch mit unserem Büro in Ramallah einsetzen. Und insofern bleiben Sie uns gewogen. Genießen Sie noch den Abend zum intensiven Austausch. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Vielen Dank. Ja.